Oh boy. Marketing isn't just a job for me. It's a canvas where I paint my dreams. In einer großartigen Marketingkampagne passieren die richtigen Dinge in Relation und mit Respekt zueinander. Um dies zu erreichen, muss der Marketer Willenskraft, Entschlossenheit und Fokus aufbringen und die menschliche Natur des Aufschiebens und Verzögerns überwinden. Eine großartige Marketingkampagne liefert immer Ergebnisse in Bezug auf die Energie, die vom Einzelnen aufgebracht wird. Dies erfordert ein tiefes Verständnis der einzelnen Handlungen und ihres Verhaltens zueinander in Bezug auf die letztendliche Handlungsursache, um ein neues Konzept zu formen, das die Glaubenssätze und damit das Verhalten der Zielgruppe verändert. Für dieses Video, was du gleich sehen wirst, haben mehr als 25 Menschen knapp 90 Tage lang gearbeitet. Dieses Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, das ganze Leben ist ein Abenteuer. Und wir sollten immer uns daran erinnern, dass das Leben viel zu kurz ist. Eines Tages mit einem Schnips, es ist vorbei. Ich fürchte nichts. Ich fürchte nicht den Tod. Ich fürchte nicht das Risiko. Das Einzige, was ich fürchte in meinem Leben, ist das Wort Oblivion. Unbedeutsamkeit. Wir haben nur diese eine Chance im Leben bekommen, um das Maximale herauszuholen, unser Potenzial zu verwirklichen. Wie wäre es, wenn du wüsstest, dass du mit der Sache, die du im Leben angreifst, dass du nicht scheitern kannst? You cannot fail. Und ich glaube, Marketing ist ein wundervolles Tool, mit dem du deine Ideen, deine Glaubenssätze in die Welt bringen kannst, deine Produkte zum Leben erwecken kannst und etwas hinterlassen kannst, worauf du stolz sein kannst. Ich glaube, da draußen gibt es viele Menschen wie dich vielleicht, der gerade zuschaut. Und du hast auch eine Geschichte zu teilen. Du bist jemand, der durch Sachen durchgegangen sind, die vielleicht für andere inspirierend sind, die es sich lohnt zu erzählen. Also erzähl deine Geschichte. Das Leben ist zu kurz, um sie zurückzuhalten. Vielleicht sind da draußen Menschen, die genau deine Geschichte jetzt brauchen, um an etwas zu glauben, an sich selber, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine bessere Welt. Nimm deine persönliche Geschichte und lass sie einfließen, weil ich möchte mehr davon sehen. Aus diesem Grund habe ich dieses Projekt gestartet. Ich glaube, wenn Menschen die gleichen Tools zur Verfügung haben, das gleiche Wissen wie ich, werden einige großartige Geschichten entstehen, die die Welt hoffentlich eines Tages zum Besseren macht. Daran glaube ich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es gefällt dir und du kannst davon etwas mitnehmen. Bis bald. Wie bist du der Marketer geworden, der du heute bist? Mein Name ist Raul Plickert und meine Mission ist es, mein Wissen über Marketing mehr zu verbreiten und damit euch dabei zu helfen, Produkte besser zu machen, mehr zu verkaufen und eure Unternehmen zu bekannten Marken zu machen. In diesem Video sprechen wir über den Mindset, den man als Marketer braucht, um zu den 0,01 der Besten zu gehören, was die perfekte Marketingstrategie in 2024 können muss und wie man richtig sein Produkt emotionalisiert anhand der Fallstudie dieser Uhr, die Materialwert 500 Euro kostet und im Verkaufspreis normalerweise bei 3.000 Euro liegt. Durch die drei Kreuze aber ist das eine ganz besondere Uhr, die für 5.000 Dollar verkauft worden ist, weil es eine limitierte Edition ist. Und Uhrenhaber lieben diese Uhr so sehr, dass sie bis zu 20.000 Dollar jetzt bereit sind, für diese Uhr zu bezahlen. Also viermal mehr als der Verkaufspreis, ungefähr 75% mehr als die normale Version dieser Uhr. All das nur durch die Emotionalisierung eines Produktes, durch das richtige Erklären, Vermarkten eines Produktes, einer Geschichte. Es gibt Ereignisse im Leben jedes Menschen, die seine Zukunft und sein Schicksal prägen werden. Und für mich war so ein Moment ungefähr 2012, als ich damals das Buch von Tim Ferriss gelesen hatte. Es hieß die 4-Stunden-Woche und es gab mir die Möglichkeit und die Idee, darüber nachzudenken, hey, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte etwas unternehmen online und ich habe die Möglichkeit, ein Online-Unternehmer zu werden. Das war damals für mich der Startschuss, mich mit der ganzen Online-Welt zu beschäftigen, mit Online-Shops und so weiter und so fort. Der Punkt war, dass ich damals dachte, hey, ich kann durch die Tools, durch die Methoden, die Tim Ferriss damals in seinem Buch erklärt hat, kann ich von überall auf der Welt aus arbeiten. 4-Stunden-Woche hat sich super gut angehört. Und alles, was ich dafür brauche, ist ein Laptop, ein Online-Shop und das war's. Gesagt, getan. Und ich habe mich damals auf die Reise begeben, dann Kleidung zu designen. In dem Fall war es Sportkleidung. Die Marke hieß damals Stand Up Lifter. Und ich habe diese Marke gegründet aus einem Grund heraus. Weil ich habe damals Fitness gemocht. Ich war sehr, sehr fitness engagiert.
Und auf der anderen Seite, ich wollte eigentlich immer früher Designer werden. Ich habe auf RTL 2, als ich 14, 15 war, gab es immer mal so Reportagen über verschiedene berühmte Persönlichkeiten oder über Geschäftsmänner. Und ich dachte immer so, Designer, das ist eigentlich was für mich. Weil ich bin grundsätzlich ein sehr kreativer Mensch. Und auf der anderen Seite kann man damit auch, wenn man erfolgreich ist, gutes Geld verdienen. Und ich dachte, okay, alles klar, ich fange an, damit über einen Online-Shop Fitnessbekleidung zu verkaufen. Und das war mein Startschuss eigentlich in die Welt des Marketings. Ganz so einfach, wie Timothy Ferris das damals erklärt hat, war es dann doch nicht, denn das Problem war, um 4 Stunden in der Woche zu arbeiten, musst du auch erstmal eine ganze Reihe an Stunden vorher investieren in das ganze Setup. Und ich hatte damals nicht das Geld dafür. Ich habe damals alles selber gemacht, aus dem einfachen Grund, ich hatte die Zeit, aber das Geld hatte ich nicht. Das einzige Geld, was ich hatte, war damals zusammengearbeitet von Ferienjobs und Schülerjobs, die man halt so macht, und habe das damals in die Produktion der ersten Kleidungsstücke investiert. Fehlte halt natürlich das Geld für Online-Shop-Setup und so weiter und so fort, aber ich hatte die Zeit. Also habe ich mich damit beschäftigt, wie kann ich jetzt selber einen Online-Shop aufbauen. Habe das damals zuallererst mit, ich glaube, Gambio versucht, was komplett horrible war. Dann hatte ich es versucht mit XT-Commerce, Shopware, WordPress. Ich hatte eigentlich alles durch und das war eigentlich die große Erfahrung dabei, erstmal alles selber zu lernen und einfach gar keinen anderen Weg zu haben, als irgendwie dieses Problem zu lösen. Und das war ja nicht nur ein Problem, sondern es gab immer viele Probleme, von Aufsetzen des Online-Shops, dann Aufsetzen des E-Mail-Marketings, Sales machen über Facebook, SEO. In der Spitze hatten wir über 200.000 Besucher. Bin auch damals in die lokale Zeitung damit gekommen, also habe damals schon das erste Influencer-Marketing richtig gemacht und habe auch dadurch dann die ersten T-Shirts verkauft. Es hat mich sehr viel Zeit gekostet, dass ich das Ganze selber aufsetzen musste. Aber gleichzeitig habe ich auch dadurch eine ganze Menge gelernt. Und ich habe damals meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt, den Heiko. Und der besaß damals aus der Stadt, wo ich herkam, schon eine recht erfolgreiche Marketingagentur. Und dann haben wir zusammengearbeitet. Und ich habe halt diese Sachen, die ich selber gelernt habe beim Online-Shop, selber bei anderen implementiert und habe so relativ schnell viel mehr Geld verdient, als ich mit dem Online-Shop verdient habe. Und dann habe ich nach 1,5 Jahren die Entscheidung getroffen, den Online-Shop dicht zu machen. War zwar meine große Passion, aber ich habe gesagt, ich folge dem Geld erstmal aktuell, weil ich bin jung. Ich war Anfang 20 und es ist besser, dem Geld zu folgen, anstatt jetzt dieser Passion, weil auf der einen Seite hat das halt sehr lange gedauert, um zu diesem Zeitpunkt zu kommen. Und ich habe halt die ersten Kleidung verkauft, aber es war halt lange nicht auf diesem Level, wo ich jetzt schon nach relativ kurzer Zeit war, mit der Beratung und dem Aussetzen von Online-Shops und außerdem noch die Conversion-Optimierung. Also war ich in diesem Schneideweg, habe gesagt, alles klar, klare Entscheidung zu treffen, fertig mit der Fitnessbekleidung und voller Fokus auf Marketing. Weil was in der Zwischenzeit auch passiert ist, dass all diese Sachen, die ich vorher nicht gemacht hatte, weil ich dachte eigentlich, hey, ich source alles aus nach der 4-Stunden-Woche, so wie Tim Ferriss das halt auch vorschlägt, und kümmere mich nur um Design. Design ist meine Passion. So, ich werde Designer. Das hat aber nicht so ganz geklappt, weil am Ende des Tages habe ich mich sehr wenig mit Design beschäftigt, immer noch sehr viel, und ich habe auch alles selber designt. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Aber die meiste Zeit war dann irgendwann SEO aufsetzen, Seite aufsetzen und Traffic draufbringen und diesen Traffic zu konvertieren durch Conversion-Optimierung. Und das war's. Aber gleichzeitig habe ich halt gesagt, okay, ich gebe nicht auf, sondern ich fokussiere mich darauf, weil es mir wichtig ist. Und ich habe halt angefangen, dadurch etwas, was ich vorher überhaupt noch gar nicht mochte, angefangen zu lieben, weil ich immer besser wurde und immer besser und immer besser. Und als ich dann die ersten Erfolge auch gesehen habe, dann war meine Neugierde geweckt, noch besser in diesem Thema zu werden, noch bessere Resultate zu erzeugen, mehr Umsatz, bessere Kampagnen. Und nach ungefähr 1,5 bis 2 Jahren, nachdem ich damit gestartet hatte, war ich mittlerweile so weit, weil ihr müsst euch vorstellen, ich war absolut besessen. Also ich habe mir jeden Tag, in jeder freien Minute alles reingezogen und alles reingesogen, was ich dazu finden konnte zu dem Thema. Das heißt, ich habe in 1,5 Jahren, 2 Jahren das gelernt, was andere vielleicht niemals in ihrem Leben lernen werden oder aber auch wirklich 5, 6 Jahre für brauchen. Ich habe wirklich, wenn ich etwas gesehen hatte, etwas Neues gelesen hatte, eine Idee dazu überlegt und das radikal und sofort implementiert. Speed of Implementation ist hier das Stichwort. Und das war auch einer der Schlüssel zum Erfolg. Also wenn man etwas macht oder anfängt, man lernt etwas Neues, dann sollte man schauen, das so schnell wie möglich umzusetzen und diese Erfahrung zu machen und eine bessere Version zu werden, als man vorher war. Das waren meine Anfänge. Warum gibt es dieses Video? Was möchte ich noch erreichen? Auf der einen Seite möchte ich, dass es im Außen hin bessere Marketer gibt. Ich möchte mehr Marketer erschaffen. Ich habe erkannt, dass es nicht hilfreich ist, wenn all das Know-how, was ich habe, in meinem Kopf bleibt. Und das ist das Wichtige. Weil ich habe noch andere Dinge vor meinem Leben und ich möchte nicht für den Rest meines Lebens nur Marketing machen. Für mich ist das Leben ein Abenteuer und unsere Lebenszeit hier ist begrenzt. Irgendwann eines Tages, die Lichter gehen aus, weg vom Fenster und dann ist Feierabend. Aber bis dahin möchte ich
einige Dinge im Leben gerissen haben. Und auf der einen Seite habe ich in relativ jungen Jahren schon einiges an Erfolg im Bereich Marketing erreicht. Auf der anderen Seite gibt es etwas, was mich gerade noch viel mehr reizt, das zu entdecken. Und dafür ist Marketing nur ein Tool. Und für mich ist das, Produkte zu erschaffen, die noch viel mehr Menschen benutzen können. Und ich habe allerdings eine Sache gemerkt. Ich habe eine Unternehmensgruppe mit 350 Mitarbeitern aktuell, 5, 6 verschiedene Softwarefirmen und einiges an verschiedenen Produkten. Wir sind international tätig, aber ich brauche mehr Menschen, die mein Wissen besitzen. Und ich habe das Problem, dass es zu wenige Menschen gibt, die so denken im Marketing wie ich. Und ich brauche mehr davon. Ich brauche wirklich viel mehr davon, die mit mir gemeinsam auf dieses Abenteuerleben eingehen und zusammen große Dinge bewegen. Ich alleine kann das nicht mehr alles umsetzen. Meine Zeit ist begrenzt, meine tägliche Zeit ist begrenzt, mein Fokus ist begrenzt, worüber wir auch gleich in diesem Video sprechen werden. Und aus diesem Grund gibt es jetzt Inhalte und Content für Marketing. Es gibt auf der einen Seite kostenlose Inhalte hier auf YouTube. Und es gibt auch kostenpflichtige Inhalte, die findet ihr auf marketing.mba. Und am Ende dieses Videos werdet ihr dann noch sehen, was wir jetzt launchen. Wenn mich jemand fragt, was Marketing für mich ist, dann sage ich oft gerne Kunst. Warum Kunst? Ich sehe mich oft als Künstler im Marketing. Warum? Du musst dir überlegen zuallererst, wer ist deine Zielgruppe? Oder du musst rausfinden, wer ist deine Zielgruppe? Aber dann musst du dir überlegen, okay, wie kommuniziere ich mit dieser Zielgruppe? Wie bringe ich die Zielgruppe dazu, mit mir als Marke zu resonieren? Dass sie mich mögen, dass sie mir Vertrauen schenken, dass sie bei mir kaufen. Und nichts im Marketing funktioniert zweimal richtig gut. Das heißt, wenn du einzigartig sein möchtest, wenn du eine Kategorie dominieren möchtest, wenn du die Nummer 1 sein möchtest innerhalb von deinem Markt, dann musst du wie ein Künstler etwas Einzigartiges erschaffen. Und im Marketing kannst du so viel machen. Und das Spannende ist auch, richtig gutes Marketing machst du dann, wenn du etwas einsetzt, was dich persönlich bewegt. Das ist authentisch. Das heißt, jeder Marketer, der eine geile Kampagne kreiert, sollte immer etwas Eigenes, etwas von seiner Seele mit reingeben, etwas, was ihn bewegt, etwas, was für ihn zu diesem Zeitpunkt wichtig war. Und das macht es einzigartig. Und das ist etwas, was man dann spürt und eine Kampagne wirklich, wo man Gänsehaut bekommt oder wo man lacht, wo die Emotion dabei ist, weil es hat etwas sehr Menschliches. Der Weg zum großartigen Marketer. Es gibt gutes Marketing und es gibt herausragende Marketer, wenn wir ehrlich sind. Wenn du dich dabei ertappst, dass du deinen Job hast, gehörst du wahrscheinlich zu den wenigen Herausragenden. Ein herausragender Marketer steht immer vor der Herausforderung, das Bestehende neu zu erfinden. Und sobald er eine großartige Idee hat, muss er wählen, welchen seiner Kunden er sie gibt. Denn keine Idee funktioniert zweimal mit denselben Ergebnissen. Ein großartiger Marketer schafft Ergebnisse. Er verändert Leben. Und er hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Letztendlich ist er es, der Menschen eine neue Identität verleiht, die sie selbst und andere daran erinnern, wer sie sind. Er verkauft eine Geschichte davon, was sie werden möchten. Er findet Geschichten, die sie besser über sich selbst fühlen lassen. Aber als Mensch mit all seinen Fehlern, die er hat, wie alle anderen auch, muss er es zuerst in sich selbst finden. Ein großartiger Marketer muss einfallsreich sein. Selbst dann, wenn seine Ressourcen erschöpft sind. Und gerade dann, was auch immer in dir ist, du wirst es nach außen tragen. Ehrgeiz oder Angst, Hass oder Liebe, Hoffnung oder Zweifel. Deine Idee wird zu Worten, deine Worte werden zu einer Kampagne und deine Kampagne wird Teil der öffentlichen Kultur. Aber letztendlich werden die meisten Menschen dich niemals kennen. Es gibt keinen Ruhm, keine öffentliche Anerkennung, vergleichbar mit dem Einfluss, den du haben wirst. Ja, du könntest Preise gewinnen, aber keinen Ruhm vergleichbar mit den Leben, die du berührt und verändert hast. Hoffentlich zum Besseren. Und du wirst missverstanden werden. Viele herausragende Marketer haben in ihrer Karriere mehr verändert, als die meisten Politiker es jemals hätten tun können. Als ein großartiger Marketer findest du dich vielleicht aufgrund dessen in dunklen Orten wieder. Und das ist okay. Denn du musst Erfüllung, Freude, Glück und dein Bedürfnis nach Bedeutung an anderen Stellen finden. Es ist einsam an der Spitze, aber das ist der Preis. Sagt niemals, jemand hätte dich nicht gewarnt. Aber kein guter Marketer wird jemals, jemals diesen Ort erreichen. Ein großartiger Marketer liebt die Herausforderung. Er muss immer an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten. Nicht nur an einem. Er braucht die Challenge. Gerade deshalb ist er großartig
und nicht nur gut. Für dich gibt es keine Ziellinie. Du musst unermüdlich und zwanghaft an deinen Ressourcen arbeiten, um das ständig leckende Fass zu füllen. Wie ein Athlet. Sei dir bewusst, kein Geld kann diese Lücke füllen. Du wirst reich sein, vermögend, letztendlich. Du kannst kaufen, was du willst, bis Geld nur noch eine weitere Zahl wird. Finde dein Glück, aber realisiere auch, dass du niemals zufrieden sein wirst. Was wird dich nicht davon abhalten, neue, einzigartige und originelle Wege zu schaffen, wie Menschen die Produkte sehen, die sie verwenden, die Welt, in der sie leben oder die Menschen, an die sie glauben. Denn die Welt braucht dich. Eventuell wirst du der eine von Tausenden sein, der die Welt wirklich verändert. Zum Besseren. Solange du nicht aufgibst, dich nicht verlierst in Ablenkung, die garantiert kommen werden. Solange du dich auf der Suche wiederfindest, deine Lebensaufgabe zu finden, dann wird der Tag kommen. Für andere ist deine Fähigkeit wie Magie. Für dich ist es nur das Verbinden von Punkten. Wie ein Astrologe guckst du in den Himmel und siehst Sternbilder, wo andere nur leuchtende Lichter sehen. Für andere ist es ein Geschenk. Für dich ist es eine Bürde, denn es gibt so viele Punkte, aber niemals genug Linien, um sie alle zu verbinden. Was am wichtigsten ist, wirklich, vergieße es weise. Es kann ein dunkles Gift oder ein allheilendes Gegenmittel sein. Aber einmal vergossen, gibt es kein Zurück mehr. Das bringt uns zum nächsten Part. Wie soll ich denken als Marketer? Es gibt viele Qualitäten, aber alles fängt mit dem Fokus an. Steve Jobs hat mal gesagt, die Leute denken, Fokus bedeutet, Ja zu der Sache zu sagen, auf die man sich konzentrieren muss. Aber das bedeutet es überhaupt nicht. Es bedeutet, Nein zu den 100 anderen guten Ideen zu sagen, die es gibt. Man muss sorgfältig auswählen. Ich bin tatsächlich genauso stolz auf die Dinge, die wir nicht getan haben, wie auf die Dinge, die ich getan habe. Innovation bedeutet, zu 1000 Dingen Nein zu sagen. Du musst dich auf den Sieg fokussieren. Du musst dich auf das Gewinn fokussieren. Jeder kann zu schlechten Ideen Nein sagen. Aber nur wer wirklich fokussiert ist, schafft es auch, gute Ideen abzulehnen. Johnny Ive hat mal gesagt, das Größte, was er von Steve Jobs gelernt hat, war, wie wichtig Fokus ist. Das klingt auch mega einfach, aber es ist krass, wie wenige das echt drauf haben. Und es ist nicht leicht, sich so zu fokussieren. Aber genau darum geht's. Jobs war der absolute Fokuskönig. Fokus ist kein Knopf, den man einfach so an- oder ausschaltet. Das ist etwas, was man täglich üben muss. Fokus ist nicht nur ein fancy Ziel oder was man eben am Montag beschließt. Das ist etwas, was du jede Minute machst. Jobs hat Leute oft geprüft, hat gefragt, zu wie vielen Dingen hast du Nein gesagt? Ive konnte das ab, aber er hat es nicht wirklich ernst gemeint und Jobs hat das sofort gecheckt. Er hat gesagt, ich habe immer so getan, als würde ich Opfer bringen, ein Sacrifice, weil ich ehrlich sein wollte. Und dann habe ich gesagt, ich habe Nein zu diesem oder zu jenem gesagt. Aber Jobs wusste, dass mich diese Sachen sowieso nie interessiert haben. Also war es kein echtes Opfer. Steve Jobs hat sowas erkannt und die Leute wirklich fast dafür verprügelt, war bekannt dafür, dass er den Leuten, die nah um ihn herum waren, dazu gebracht hat, wirkliche Opfer zu bringen. Fokus heißt, Nein zu sagen zu etwas, von dem du total überzeugt bist und das dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Du sagst trotzdem Nein, weil du dich gerade auf was anderes konzentrierst. In einer Welt voller Möglichkeiten ist es leicht, sich zu verzetteln. Und ohne echtes Engagement kriegst du keinen richtigen Fokus hin. Du musst den Fokus filtern. Menschen und Organisationen verlieren schnell den Fokus. Deshalb merkst du, wer wirklich was drauf hat, daran, wie lange sie sich auf etwas konzentrieren können. Stell nur Leute ein, die Fokus haben. Arbeite nur mit Leuten, die Fokus haben. Mach dir nur Gedanken über Konkurrenten, die auch fokussiert sind. Heutzutage verlieren Leute den Fokus, wenn sie vergessen, was fokussieren heißt. Auch mal gute Chancen und Leute abzulehnen. Überall gibt es mittelmäßige Ideen, die dich ablenken wollen. Je erfolgreicher du bist, desto mehr Leute wollen mit dir arbeiten. Fang an, zu allem Ja zu sagen und schnell hast du keinen Raum und keine Zeit mehr für die wirklich guten Sachen. Organisationen verlieren auf viele Arten den Fokus. Am schlimmsten ist die Bürokratie. Eine Firma, in der Ausschüsse entscheiden, verliert immer den Fokus. Wenn eine Organisation den Fokus verliert, macht sie die Tür und Tor für fokussierte Konkurrenten auf. Fokus zu halten ist hart. Und weil es hart ist, bietet auch genau das
die Chance, versteckte Möglichkeiten zu entdecken. Dadurch kannst du neue Ideen finden. Und das ist ein Game Changer für dich. Fokus bedeutet, Nein zu sagen, heißt das auch, dass echt intelligente, smarte Menschen, starke Konkurrenten Nein zu richtig guten Ideen sagen. Wenn du in deiner Organisation deinen Weg suchst, guck dir die fokussierten Leute an und überleg, an welcher genialen Idee sie gerade nicht arbeiten. Die sagen dir das vielleicht nicht direkt, aber du findest Hinweise. Wenn du ein Unternehmen bist, überleg, was deine stärksten Konkurrenten gerade nicht machen. Marktanteile gewinnst du dadurch, indem du beobachtest, was machen deine Konkurrenten nicht. Auf welchem Spielfeld sind sie unterwegs und welches ignorieren sie. Oft kriegst du das raus, indem du mit fokussierten, schlauen Menschen aus anderen Firmen sprichst. Wenn du dich umsiehst, merkst du, dass die schnellsten diejenigen sind mit maximalem Fokus. Die konzentrieren sich nicht nur auf ein paar Ideen, sondern fokussieren sich innerhalb dieser Ideen auf das Wesentliche. Die wichtigen Variablen zu erkennen, kommt einfach mit dem Fokus. Wenn du dich voll und ganz auf ein Problem einlässt, verstehst du Dinge, die anderen entgehen. Fokus verwandelt Energie in Ergebnisse. Warum solltest du Zeit mit deiner 5 besten Idee verschwenden? Mit einer Idee, die vielleicht jeder Dritte schon hat. Jede Energie, die nicht in das Wichtigste fließt, ist verschwendet. Und das ist sehr wichtig zu erkennen im Marketing. Verenge deinen Fokus, leg die Messlatte höher und hebe dich von den anderen ab. Nur mit Fokus kannst du tiefer in ein Konzept, in eine Welt eintauchen, die Welt besser verstehen, mehr Punkte, mehr Sterne miteinander verknüpfen. Nur mit Fokus, nur wenn du dich nicht ablenken lässt, nur wenn du über eine bestimmte Sache nachdenkst. Nur dann findest du neue Möglichkeiten, neue Chancen, aber nicht anders. Fokus beeinflusst die Geschwindigkeit. Stell dir vor, du hast gerade 5 verschiedene Projekte am Laufen bei der Arbeit. Angenommen, du hast jeden Tag 5 Stunden, die du wirklich nutzen kannst, dann bekommt jedes Projekt 1 Stunde pro Tag. Weil du so viele verschiedene Projekte hast, fühlst du dich mega beschäftigt, aber du kommst nicht so voran, wie du willst. Kein Fortschritt. Wenn du deine Projekte auf 3 reduzierst, wirst du nicht nur die Geschwindigkeit bei diesen 3 Projekten erhöhen, sondern du wirst auch feststellen, dass deine 5 Stunden plötzlich wie 6 Stunden wirken, weil du weniger Zeit brauchst, um in die Gänge zu kommen. Und das ist das Problem von vielen Marketern. Sie sind zu beschäftigt, zu busy. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, im Marketing oder auch als Unternehmer, dann musst du Dinge finden, zu denen du einfach Nein sagst. Und Dinge erkennst, auf die du dich fokussierst. Es gibt so viele Gelegenheiten, Möglichkeiten, die kommen werden und die alle besser aussehen als die davor. Oftmals ist das nicht der Fall. Ausnahmen bestätigen nicht die Regel, sind aber doch vorhanden. Nichtsdestotrotz gilt es darum zu erkennen, auf welchem Weg befindest du dich. Und zahlt das, was du gerade tust, wirklich darauf ein? Falls nein, ist das nur eine weitere Möglichkeit, wie du deine kostbare Lebenszeit verschwendest. Wenn du etwas erschaffen willst, zählt Fortschritt, nicht die Geschwindigkeit deiner Business. Du machst viele Dinge, aber keine bringt dich wirklich vorwärts. Weil es dir an Leverage fehlt, an dem Hebel für exponentielle Returns. Aber dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Video. Fortschritt ist Geschwindigkeit in die richtige Richtung. Um Fortschritt zu machen, musst du genau 2 Dinge tun. Erstens, die richtige Richtung finden und zweitens, so viel Energie wie möglich in diese Richtung zu lenken, zu kanalisieren. Alle Energie, die nicht dazu beiträgt, dich in die richtige Richtung zu bewegen, geht auf Kosten deines Fortschritts. Du entwickelst dich nicht weiter. Hier sind 2 Wege, wie du deine Geschwindigkeit, deinen Fortschritt steigern kannst. Soweit es geht, schneide alles Unnötige weg. Unnötige Aufgaben, Prioritäten, Meetings und den ganzen Blödsinn, der keine Resultate bringt. Steck all deine Energie in die Projekte, die wirklich zählen. Aber dafür musst du deine Direction kennen. Du musst deinen Weg kennen. Du musst mit Intention da rangehen, dir wirklich Gedanken machen, wo möchtest du in diesem Leben, was so kurz ist, eines Tages ankommen? Willst du stolz sein auf das, was du später erreichst? Oder willst du nur einfach einen Job gehabt haben, den du von morgens bis abends abgesessen hast? Oder willst du Veränderungen bauen? Willst du einfach nur Geld verdienen? Oder willst du etwas Großartiges bewegen? Verlass dich nicht auf deinen Willen, Nein zu sagen. Stattdessen baue Systeme, die dir helfen, Ablenkungen abzuwehren, zu verteidigen.
Ich habe zwei Kumpels, die vor einigen Jahren ungefähr das gleiche Gewicht hatten. Zu der Zeit wurde bei dem einen von ihnen Glutenunverträglichkeit diagnostiziert. Insofern hat er ein System gebaut, das ihnen dabei geholfen hat, abzunehmen. Er hatte gar keine andere Wahl. Während der andere Kumpel von mir, der keine Glutenunverträglichkeit hatte, hat nicht direkt negatives Feedback bekommen, hat dementsprechend auch nicht seinen Kühlschrank komplett umgekrempelt. Er hat immer noch Croissants gekauft, er hat immer noch das gekauft, während der andere Kumpel von mir mit der Glutenunverträglichkeit, erstens, er konnte nicht mehr alle Sachen kaufen. Das hat ihn dazu gebracht, auch seinen gesamten Kühlschrank, seine gesamte Küche umzustellen, sodass er ein System hatte, selbst wenn er zu Hause war, dass er nicht in der Versuchung widerstehen konnte, weil es gab einfach nichts. Er hatte dadurch viel weniger mentalen Aufwand und musste nicht mit seinem Willen kämpfen. Während der andere Freund von mir hat gesagt, okay, ich kaufe weiterhin das Schokocroissant und esse das nur am Wochenende. Dann war ein stressiger Tag auf der Arbeit. Er hatte das Croissant zu Hause oder Eiscreme, was auch immer, und das angefangen wieder zu essen, weil er kein direkt negatives Feedback bekommen hatte. Das heißt, wir müssen unser Leben so designen, so ingenieren, dass wir Systeme haben, die uns dabei unterstützen, unseren Fokus zu halten und nicht es schlimmer machen. Ein anderes Beispiel. Steve Jobs hat mal erklärt, wie wichtig es ist, dass Firmen nicht mit mittelmäßigen Leuten vollgestopft werden, wenn sie größer werden. Und das ist für alle Unternehmer. Er meinte, bei den meisten Sachen im Leben ist das Beste vielleicht nur 30% besser als der Durchschnitt. Aber bei Leuten wie Steve Wozniak, also ein sehr krasser Ingenieur, da reden wir von 50 mal besser als der Durchschnitt. Jobs wollte bei Apple ein ganzes Team aus solchen Überfliegern, den A-Playern, zusammenstellen. Viele dachten, die würden sich untereinander nicht leiden können, weil sie alle so ambitioniert sind. Aber Jobs hat eine Sache richtig verstanden, dass die richtig Guten auch am liebsten mit anderen richtig Guten zusammenarbeiten. Sie haben nur keinen Bock, ihre Zeit mit den C-Playern zu verschwenden. Bei Pixar hat er dann gesehen, wie eine ganze Firma voller A-Player aussehen kann. Und als er zurück zu Apple kam, wollte er genau das auch dort umsetzen. Was hat er gemacht? Er hat darauf bestanden, dass bei der Einstellung von neuen Leuten alle mitreden. Auch die aus anderen Abteilungen. Weil er wollte, dass nur die Besten der Besten eingestellt werden. Jobs hatte sich dabei von Robert Oppenheimer inspirieren lassen, der für das Atomprojekt auch nur die Besten herausgesucht hat. Jobs wollte zwar nicht die Welt sprengen, aber in Sachen Einstellungsprozess wollte er genauso anspruchsvoll sein. Als Marketer, der ständig in einem Meer voller Ideen schwimmt, habe ich was Wichtiges gerafft. Wenn du als Marketer etwas reißen willst, dann musst du dich darauf fokussieren. Nämlich, je mehr du dich auf eine Sache konzentrierst, desto mehr Ablenkungen springen dir ins Gesicht. Das ist sehr wichtig, dass du das verstehst, denn diese Einsicht, die kommt nicht von irgendwoher. Die kommt nicht nur von mir. Es ist nicht einfach, sich nicht von allen möglichen ablenken zu lassen oder zu denken, dass man ab Montag super fokussiert sein wird. Der echte Kampf, den ganzen verlockenden Kram, der einem ständig über den Weg läuft, links liegen zu lassen. Tag für Tag laufen mir Ideen über den Weg, die eigentlich richtig mega gut sind. Aber ich muss stur bleiben und Nein sagen, weil ansonsten habe ich keine Zeit mehr. Steve Jobs hat uns gezeigt, dass Fokus bedeutet, etwas extrem Gutes nicht zu tun. Weil man gerade mit voller Energie, mit vollem Fokus sich auf das konzentriert, was wirklich wichtig ist. Dieses ständige Nein sagen ist nicht nur von Jobs, sondern eine Art Lebensphilosophie. Denn je mehr du dich auf dein Ding konzentrierst, desto süßer wirken die Ablenkungen. Und die kommen in allen möglichen Formen. Neue Projekte, die richtig cool klingen, Meetings, die man sich im Nachhinein hätte sparen können, oder Aufgaben, die einen vom eigentlichen Ziel wegtreiben. Wie oft bekomme ich Angebote, Marketing für diese oder jene Firma zu machen? In einem Jahr bekomme ich mehr Anfragen, Marketing für Firmen dieser Welt zu machen, die ich in 5 Jahren nicht erledigen könnte, wenn ich jeden Tag arbeiten würde, 24/7. Es ist zu viel. Und das ist auch wichtig für dich, dass du das erkennst. Möglichkeiten werden sich dir immer präsentieren. Aber deswegen sage ich, was ist deine Intention? Wo willst du hin? Solltest dir klar machen, dass es Zeiten gibt, wo du diese Möglichkeiten annehmen solltest oder musst. Aber das ist kein Weg für immer. Denn es werden Zeiten kommen, wo du diese Möglichkeiten ablehnen musst, um dich eben weiter zu entwickeln. Du musst Nein sagen und die Möglichkeiten, die du gerade hast, auf die zu fokussieren und die größer zu machen. Veränderung zu schaffen. Nicht linear, sondern exponentiell. Nur dadurch kannst du diesen Quantum Leap schaffen, den Sprung, dass du dich selbst viel weiterentwickelst. In meiner Welt, dem Marketing, ist mir klar geworden, dass diese Ablenkungen nicht nur nerven,
sondern auch zeigen, wie gut man wirklich fokussiert ist. Diese zu erkennen und zu verhindern, braucht Eier und ein echt klares Bild davon, was am Ende des Tages zählt. Die Frage von Steve Jobs, wie vielen Dingen man Nein gesagt hat, ist für mich wie ein tägliches Mantra, dass man sich daran erinnert, was echter Fokus kostet. Was kostet dich Fokus? Es geht darum, bewusst zu entscheiden und sich nicht von der Flut an Möglichkeiten ertränken zu lassen. Es geht nicht darum, einfach nur busy zu sein, sondern etwas zu reißen, was den Unterschied macht. Du musst verstehen, dass mit mehr Konzentration auf das Wesentliche die Versuchung durch Ablenkungen nur größer wird. Aber genau da zeigt es sich, wer es drauf hat. Genau da zeigt es sich, wer weiterkommt und wer nicht. Jedes Mal, wenn du deiner Ablenkung den Mittelfinger zeigst, entscheidest du dich für ein Weiterkommen. Fokus ist also nicht nur was für die Arbeit, sondern eine Einstellung, die uns erlaubt, mitten in der Entropie, dem Chaos, etwas Krasses zu leisten. Die Lektion, du kriegst raus, was du reinsteckst, habe ich 1000 Mal gehört. Viele Menschen meinen das gut, aber das stimmt so selten. Wenn dein Produkt nur halb so gut ist wie das vom Konkurrenten, kriegst du nicht halb so viele Kunden. Du kriegst gar keine Kunden und dein Unternehmen verschwindet von der Bildfläche. Deine Marke existiert nicht mehr. All das, was dir Bedeutung geschenkt hat vorher, all das, wofür du gekämpft hast, was dich interessiert hat, all das gibt es dann nicht mehr. Wie findest du eine richtig gute Idee? Wenn du eine richtig gute Idee finden möchtest, dann brauchst du Fokus. Du brauchst einen Raum ohne Ablenkung. Du musst irgendwo sein, wo dich niemand erreicht. Sei es Urlaub, lass dich inspirieren irgendwo. Geh irgendwo hin, wo du normalerweise nicht bist. Und einfach arbeite an dieser Idee. Tauche in diese Idee ein. Lade dir quasi mehr Daten herunter aus der Welt, in der wir uns aufhalten. In dein Gehirn. Arbeite damit. Funktioniere. Verwerte. Nur dann bekommst du die wirklich guten und richtigen Ideen, die vieles verändern. Auf der anderen Seite Media Buying. 20, 30, 40, 50 Kampagnen mit jeweils 10, 20, 30 Ad-Sets und jeweils 20 Ads bringen nicht den Erfolg. Mehr ist nicht besser. Fokus ist das Gegenteil davon. Fokus ist das Schwert, was alles abschneidet und das wenige überlässt, was den Unterschied macht. 1, 2, 3 Kampagnen sind verantwortlich für den Erfolg. Alles andere wird eventuell mal besser. Aber du willst nicht viele Kampagnen haben. Du willst nicht zu viele Ads. Du willst nicht zu viele Ads haben. Denn genau wie mit Aktien hast du viele, hast du 100 Aktien und einige gehen 40, 50, 300% hoch. Aber du hast in allen Aktien, alle 100 Aktien, 1.000 Euro investiert. Eine davon geht 300% hoch. Die anderen im Schnitt 20% runter, 5% mehr, 15% mehr in einer Periode. Hättest du alles in diese 300% investiert, in die eine Aktie, dann wäre dein gesamtes Portfolio auch to the moon. Dadurch, dass du das aber nicht hast, dadurch, dass du so viele hast, du bist auf der einen Seite diversifiziert. Wenn du Verluste machst, machst du keine großen Verluste. Wenn du Gewinne machst, machst du aber auch keine großen Gewinne. Fokus ist wichtig, dass du aus der Mittelmäßigkeit in die Großartigkeit kommst. Disziplin. Die nächste Eigenschaft, die Disziplin. In der Werkstatt, wo man Selbstkontrolle lernt, ist Disziplin das Werkzeug, mit dem man etwas Großes schmiedet. Alles fängt mit dem Warum an, dem Zündfunken, der deinen inneren Antrieb entflammt. Denn ohne ein großes, ehrgeiziges Ziel, das in dir brennt, ist Disziplin wie Nebel, schwer zu packen und ohne Form. Um etwas zu erreichen, musst du in deine Gedanken eintauchen. Pass auf, wie dein Kopf abdriftet, denn da verstecken sich die Ablenkungen. Dich selbst im Griff zu haben, heißt, dein Gedankenchaos zu verstehen, den einfachen Weg links liegen zu lassen und dich da durchzubeißen, wo es echt drauf ankommt. Denk dran, wie du die kleinen Dinge erledigst, zeigt, wie du an das Leben herangehst. Gib dieses Sprichwort, lass dich nicht von den einfachen Sachen in die Mittelmäßigkeit ziehen. Bei allem, was du machst, auch wenn es unwichtig scheint, kannst du Disziplin üben und deinen Willen stillen. Und Disziplin heißt, Belohnung kann warten. Ich brauche Belohnung nicht heute, nicht morgen und auch nicht übermorgen. Die richtig krassen Erfolge kommen nicht über Nacht, sondern durch Durchhalten und Geduld. Fokus ist der Teil, der die Disziplinstrahlen bündelt und die Ablenkungen verbrennt.
bis nur noch dein echtes Ziel übrig ist. Es braucht Mut, Nein zu sagen zu allem, was kurz begeistert und dran zu bleiben an deinem Ding. In diesem Mega-Fokus, wenn du deinem Warum nachgehst, da entstehen die richtig interessanten und spannenden Erfolge. Also geh den Weg der Selbstkontrolle mit deinem Ziel als Schild und der Achtsamkeit als Schwert. Lass jede Aufgabe zeigen, wie diszipliniert du bist. Jedes geskippte, unnötige Zoom-Meeting ein High Five für deinen Fokus sein. Wie baue ich Disziplin auf? Lass uns jetzt darüber sprechen, wie du knallharte Disziplin aufbaust, weil genau das brauchst du im Marketing. Nummer 1. Fang mit deinem Warum an. Ich hätte in der Schule diszipliniert sein können. Aber es war nicht so, dass es für mich schwer war. Es war einfach, dass ich gar keinen Grund dazu gesehen hatte. Denn ich habe nicht den Wert davon erkannt. Ich habe mich gefragt in der Schule, warum soll ich lernen, wenn ich das eh nicht in meinem Leben später benutze? Und ich muss sagen, ich war damals ziemlich smart, denn ich habe mir eine Menge Arbeit dadurch gespart. Du musst also etwas für dich finden, was dir am Herzen liegt und was dir einen Grund gibt, diszipliniert zu sein. Wenn dir Disziplin fehlt, fehlt dir manchmal ein starkes Warum. Nicht immer, aber oftmals. Und woran liegt das? Das kann an mangelndem Selbstvertrauen liegen oder an dem Glauben an dich selbst. Denn wenn es eh nicht klappt, warum solltest du es dann machen? Ein wichtiger Punkt ist, dass du weißt, dass du an dich glauben musst. Oder aber du arbeitest vielleicht an einem falschen Ding, an der falschen Sache. Ein starker Grund ist die Basis für Disziplin. Zweitens, beobachte deine Gedanken. Bist du jemand, der Sachen immer aufschiebt? Oder wählst du oft den leichten Weg und meidest Dinge, von denen du eh weißt, dass sie zu besseren Ergebnissen führen würden? Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist, deine Gedanken zu beobachten. Wenn du erstmal checkst, wo das Problem in deinen Gedankenmustern liegt, ist es viel einfacher zu fixen, weil du bewusst daran arbeiten kannst. Zum Beispiel nimmst du immer den leichten Weg. Forder dich doch mal. Zwing dich mal zum Gegenteil, bis es zur Gewohnheit wird. Der dritte Punkt. Wie du eine Sache machst, so machst du alles. Und das, für mich, ist das Wichtigste. Du solltest mit Intention an alles rangehen, was du machst. Denn wie du die kleinen Dinge machst, so machst du auch die großen. Wenn du irgendetwas machst, kann das eine Gewohnheit schaffen, die sich auf alles überträgt. Heißt, wenn du anfängst, irgendwo zu schludern und nur das Nötigste in einem Bereich deines Arbeitslebens machst, überträgt sich das auf den Rest. Ein bestes Beispiel im Marketing ist die Kontrolle. Die Kontrolle, bevor du etwas launchst, in die Welt hinaus sendest. Kein großartiger Marketer wird jemals sagen, ja, das hätte ich jetzt nicht kontrollieren müssen. Ah ja, das brauche ich nicht zu kontrollieren. Das funktioniert auch so. Ich habe das aufgesetzt. Das wird schon funktionieren. Ich habe keinen Fehler dabei gemacht. Ah, ich habe jetzt keine Lust, nochmal die E-Mail zu überprüfen, selbst mir eine E-Mail zu senden. Ich habe keine Lust, das Webinar zu prüfen, mir selbst das Webinar zu schicken, mich daran einzutragen, teilzunehmen, mir das ganze Ding anzuschauen und immer kritisch zu hinterfragen, funktioniert das alles so, wie es soll? Auf den Checkout zu gehen, Testkäufe zu machen, all das sind die Freunde des großartigen Marketers und die Feinde des Guten. Für alles. Kann man übertragen auf alles im Leben. Wie du eine Sache machst, so machst du die andere. Mangel an Beharrlichkeit und Selbstkontrolle sind der Feind von Disziplin. Und es gibt keinen Fokus ohne Disziplin und deswegen kommt zuerst der Fokus und jetzt die Disziplin. Fokus erfordert Disziplin. Was Fokus bedeutet, ist Nein sagen zu etwas, von dem du mit jedem Knochen in deinem Körper denkst, dass es eine phänomenale Idee ist. Du wachst damit auf, aber du sagst Nein dazu, weil du dich auf etwas anderes konzentrierst. Erst dann fängst du an, die größten und besten Dinge zu bauen. Um Cobra zu bauen, musste ich zu so vielen Dingen Nein sagen. Um Dirk Kräuter oder Baulig erfolgreich aufzubauen oder Christian Bischoff, musste ich zu hunderten Projekten Nein sagen. Ich musste den Glauben an mich selbst haben, dass ich mehr Veränderung schaffen kann, damit auch mir natürlich mehr verdienen werde, als kurzfristiges, schnelles Cash. Fokus und Disziplin zusammen gebärt Spitzenleistung. Und Spitzenleistung muss aktiv vorbereitet werden. Überleg mal, was du dieses Jahr lernen willst. Was hat wirklich einen Unterschied gemacht letztes Jahr? Und was war einfach nur Glück? Was hast du richtig gemacht und was nicht? Für Leute, die an der Spitze stehen wollen, aber vielleicht ihre blinden Flecke nicht sehen, konzentriere dich auf dein Durchhaltevermögen, auf Beständigkeit statt auf kurzzeitiger Höchstleistung. Beim Selbstvertrauen geht es um das Machen, nicht um das Fühlen. Confidence, also das Selbstvertrauen, das kommt nur durch Erfahrung,
Die Geschwindigkeit des Umsetzens bringt dir dieses Selbstvertrauen. Eine Sache, die ich immer gemacht habe, wenn ich eine neue Information bekommen habe, habe ich sie direkt umgesetzt. Speed of Implementation. Erfahrung. Ich habe es nicht irgendwo abgespeichert. Ich habe mir überlegt, okay, ich habe eine neue Idee und wo und wie kann ich die implementieren? Wie kann ich die adaptieren in meiner Kategorie, in meinem Feld? Selbst wenn die von einem komplett anderen Bereich kommt, wie kann ich die umsetzen? Denk an den Vogel, der sorglos auf dem Ast sitzt. Nicht, weil der Ast so vertrauenswürdig ist, sondern weil er weiß, dass er fliegen kann, wenn es drauf ankommt. Der Vogel denkt nicht drüber nach. Bricht der Ast ab oder nicht? Je näher du an deinem Ziel kommst, desto härter musst du ran. Die, die wirklich was erreichen wollen, haben ein klares, helles Bild im Kopf. Das hilft ihnen, selbst die härtesten Zeiten durchzustehen. Auf der anderen Seite, wenn du gewinnst, dann verdeckt Gewinn eine Menge Mist. Dinge, die nicht funktionieren, Probleme im System, Systemfehler. Du nennst es, du kennst es. Du weißt es. Verlieren dagegen wirft einen Schatten auf eigentlich gute Führung. Vielleicht gab es einen super Prozess. Vielleicht war das Training gar nicht mal so schlecht. Ohne Witz, Gewinner und Verlierer tun oft das Gleiche. Und manchmal machen die Verlierer sogar besser. Aber zum Gewinnen gehört mehr. Also was zählt wirklich, um zu gewinnen? Ein Standard, und das ist mehr als nur ein cooler Spruch. Und gerade im Marketing, im Advertising, geht es um den Standard. Was ist dein Standard für Exzellenz? Wie sieht dein Prozess aus? Wie sieht die Methode aus? Wie sieht das System aus, was du immer und immer und immer wiederholen kannst zum Erfolg? Im Profisport zählt nur Sieg oder Niederlage. Ein Verlust bleibt ein Verlust, ein Sieg ein Sieg. Ein weiterer Erfolgsfaktor im Marketing ist der Prozess der Selbstreflexion. Ähnlich dem des After-Action-Review vom Militär. Hier wird nach jeder Aktion genau analysiert, was passiert ist. Was habe ich gelernt? Was habe ich umgesetzt? Was lag außerhalb meiner Kontrolle? Wo hatte ich Glück? Wo konnte ich meinen Gegner ausnutzen? Was nehme ich mit fürs nächste Mal? Was mache ich morgen besser? Welche Kampagne hat funktioniert und welche nicht? Was ist meine Not-to-Do-Liste? Was hätte besser laufen können? Wo haben wir zu wenig ausgegeben? Das allererste Mal, wo ich ein After-Action-Review eingebaut habe, war 2013. Und seitdem ist es fester Bestandteil. Durch das After-Action-Review habe ich so viele Dinge gelernt, die funktioniert haben oder die eben nicht funktioniert haben und konnte so durch das Festhalten bei der nächsten Kampagne, bei dem nächsten Launch 3, 4, 5, 20 Mal bessere Ergebnisse erzielen als das Jahr davor. Wichtig ist, so ein After-Action-Review sollte immer direkt nach der Aktion stattfinden. Also 1, 2, 3 Tage. Max, ich würde sagen ein Tag. Und dadurch ist es wichtig, dass alle Dinge, die passieren, immer festgehalten werden. Ob gut oder schlecht. Positiv, negativ, alles muss dokumentiert werden. Denn ohne Dokumentation kannst du nicht reflektieren. Und Reflexion ist im Marketing so wichtig, weil du willst Anomalien finden. Was genau Anomalien sind, da sprechen wir auch noch gleich im nächsten Teil drüber. Aber erstmal, um zurückzukommen, um mental auf der Höhe zu bleiben, ist es wichtig, dass du auch körperlich fit bist. Schlaf, Ernährung, Bewegung, es hört sich so standardmäßig an, aber ist es gar nicht. Du musst einen klaren Kopf behalten. Achte auf deinen Fokus und deine Energie. Du kannst keinen Fokus haben, wenn du keine Energie hast, wenn du nicht ausreichend schläfst oder dich nicht gesund ernährst. Hört sich einfach an. Doch gibt es so viele Personen, die genau das nicht umsetzen. Du kannst nur ändern, was dir bewusst ist. Wie gehst du mit Stress um? Frage an dich. Willst du bessere Antworten? Stell bessere Fragen. Feedback-Schleifen dabei sind unverzichtbar. Freiheit und Erfolg, das kommt mit dem Meistern. Und mit der Freiheit blüht die Kreativität auf. Kreativität, auch ein Stichwort, was auch noch gleich kommt. Jeder labert am Ende davon, dass man diszipliniert sein muss. Ich bin der Nächste davon. Aber das klappt nur, wenn du einen richtig, richtig guten Grund hast, an dich glaubst und auch mit deinen Gefühlen clever umgehen kannst. Deine Gefühle könnten dein größter Feind sein. Deine krassen Skills, die sind nicht so wichtig, wie du vielleicht denkst. Kein Programmieren, kein Funnelbuilding, nicht Marketing, nicht Ads schalten. Was wirklich zählt, ist, wie gut du Neues lernst, wie gut du adaptierst und wie gut du die Menschen um dich herum und mit dir managen kannst. Das sind die Skills, die sicherstellen, dass du nicht von gestern bist. Erfahrung macht den Meister. Denk nochmal gezielt nach über das Beispiel mit dem Vogel. Authentizität. Schmeiß alles raus, was nicht Feuer in dir auslöst. Wo du nicht Gänsehaut bekommst, wenn du daran arbeitest. Schmeiß es raus.
Du willst großartig sein, nicht nur gut. Fokussier dich auf das, was dich wirklich bewegt. Denn ehrlich gesagt, Disziplin ist nicht nur irgendein Ding, das man halt mal macht. Es ist das Fundament, auf dem wir aufbauen, um immer am Ball zu bleiben. Mit einem klaren Warum. Selbstvertrauen und der Fähigkeit, unsere Gefühlswelt im Griff zu haben. Nur damit pushen wir unsere Disziplin auf das nächste Level. Am Ende des Tages sind es nicht die technischen Skills, die uns ausmachen. Es ist unsere Offenheit, ständig was dazuzulernen und wie ein Profi mit anderen klarzukommen. Diese Skills halten uns im Spiel, auch wenn sich alles um uns herum ändert. Und wenn du was erlebt hast, dann weißt du auch, wie der Hase läuft. Das hilft dir, gezielter zu denken und dich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Es geht darum, immer wieder zu reflektieren und zu verstehen, ob das, was du machst, auch Sinn hat und von dem loszukommen, was nicht mehr zieht. Indem wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, machen wir Platz für Wachstum und Erfolg. So sind eine solide Disziplin, die Lust, Neues zu lernen, das Talent, Menschen zu führen und Selbstreflexion das A und O, um als Marketer immer gefragt und einflussreich zu bleiben. Du wirst kein großartiger Marketer, wenn du nicht etwas aus deiner Seele herausholst. Etwas, was dir gehört, etwas, was niemand anders hat. Das macht dich einzigartig. Vielleicht ist es Liebeskummer, vielleicht sind es Trauma aus deiner Kindheit, vielleicht etwas, was nur du gesehen hast, Dinge, die dich verändert haben. Dinge, wo du gesagt hast, all das werde ich niemals sein. All das tut weh. Dinge, die nachts das Schlimmste aus dir rausgeholt haben. Du brauchst irgendetwas, was dir Feuer gibt, die Gänsehaut an deinem Arm. Und als großartiger Marketer sage ich dir, du darfst diese Erfahrungen nicht verstecken. Denn sie machen den Unterschied. Den Unterschied in deinen Kampagnen. Den Unterschied in deiner Message. Den Unterschied, wie Menschen, Produkte, Marken, Unternehmen wahrnehmen, denen du deine Identität gibst. Du machst den Unterschied, nicht die Marke. Du gibst deine Identität, deine Seele in diese Projekte. Wie wende ich das in der Praxis an? Ich gebe dir jetzt mal ein praktisches Beispiel aus einer Kampagne, die ich für das Buch von Christian Bischoff Unaufhaltbar in 2018 kreiert habe. Die Idee für die Kampagne selber entstand ein Jahr zuvor, nämlich im Jahr 2017. Ich bin ein simpler Mensch und meine Ideen schreibe ich runter in Apple Notes. Wie hier, du siehst, am 22. September 2017 hatte ich die Idee. Manchmal im Leben gewinnt man und manchmal im Leben lernt man. Aber niemals gibt man auf. Manchmal können wir nicht beeinflussen, dass tragische Momente die guten Menschen unter uns trifft. Und dann sieht man, was ich geschrieben habe, man sieht Christian, wie er Basketball spielt. Schnelle Schnitte von Arme und Beine. Immer noch ist alles sehr dunkel. Was dann? In solchen Momenten gibt es nur eine Entscheidung. Dann habe ich geschrieben, man sieht sein Gesicht von der Seite, Fokus auf seinen Mund, während die folgenden Worte aussprichst. Du wirst unaufhaltbar sein. Das Wort unaufhaltbar halt nach. Man sieht, wie Christian hochspringt und einen Korb macht. Egal was passiert, du machst weiter. Egal wie du dich fühlst, du machst weiter. Und das war am 22. September 2017. Was war passiert? Ein Monat zuvor starb die Schwester meiner Mutter an Krebs. Eine wundervolle Frau, die meiner Mutter sehr viel bedeutet hatte. Die mir sehr viel bedeutet hatte. Die unserer Familie sehr viel bedeutet hatte. Und natürlich hat das was mit einem gemacht. Krebs ist ein Hurensohn. Und diese Sache macht alle mit uns was. Auf der anderen Seite, ich hatte viel zu tun in dieser Zeit. Und ich musste mich um meine Mutter kümmern. Ich musste Dinge erledigen. Ich habe geheiratet in dieser Zeit. All das kam zusammen. Ich musste mich an etwas erinnern. Ich musste etwas aus mir rausholen. Energie. Ich kann es nicht anders beschreiben als Energie in mir selber. Diese Sache rauszuholen, in die Welt zu packen. Durch deine Arbeit, die du machst. Anderen Menschen Energie zu geben. Unaufhaltbar zu sein war in dieser Zeit nicht irgendein Wort, sondern es war ein Mantra von mir. Ich habe diese Idee aufgeschrieben, 1,5 Jahre bevor das Buch gelauncht worden ist. Und dann in 2018 war es dann soweit, im November. Das finale Skript siehst du hier. Manchmal im Leben gewinnst du und manchmal lernst du. Doch niemals gibst du auf. Weil du kannst nie scheitern. Entweder du lernst oder du siegst. Manchmal hast du vielleicht große Rückschläge oder tragische Momente in deinem Leben. Dann gibt es nur eine Entscheidung. Du wirst unaufhaltbar.
Du wirst damit nicht geboren. Du lernst es. Du eignest es dir an. Auf geht's jetzt. Du kannst das. Ich kann nicht scheitern. Entweder ich lerne oder ich siege. Der Unaufhaltbare hat Rückschläge wie jeder andere Mensch auch, doch er bleibt so lange dran, bis er seine größten Träume und Ziele erreicht hat. Unaufhaltbar sein ist kein Talent. Unaufhaltbar sein ist eine Fähigkeit. Deine Idee wird zu Worten. Deine Worte werden zu einer Kampagne. Und eventuell macht deine Kampagne einen Unterschied. Das Ergebnis von dem Trailer war, dass wir innerhalb von 68 Stunden 25.000 Bücher verkauft hatten. Auf einen Schlag. Yeah. 25.000 Menschen haben dann ein Buch in den Händen gehalten, die hoffentlich ihr Leben ein wenig verbessert hat. 25.000 Menschen, eine Kleinstadt in Deutschland, ein größeres Dorf. 25.000 Menschen in 68 Stunden, danach noch viele Tausende mehr. Das Produkt wurde emotional aufgeladen mit diesem Trailer. Du hast vielleicht auch gefühlt, was ich im September 2017 gefühlt habe, als ich diese Worte geschrieben habe. Das meine ich, dass es deine Idee, deine Seele einer Kampagne Leben verleiht. Das sind diese Erfahrungen, die du nicht verstecken darfst. Das sind die Erfahrungen, die deine Kampagne einzigartig macht. Du wirst nicht immer Erfolge erzielen. Der nächste Punkt ist Resilienz. Resilienz als Marketer ist unabdingbar. Du wirst nicht bei jedem Schuss ein Tor erzielen, wenn du ein Fußballer bist. Genauso wird nicht jede Kampagne ein Erfolg als Marketer. Aber das heißt nicht, dass du es zumindest nicht versuchen solltest, aufs Tor zu zielen oder den Schuss zu wagen. Du musst Charakterstärke haben, zu ertragen, dass du dem Moment einfach nicht der Beste warst. Ein Sinn des Lebens findet sich in dieser gnadenlosen Verfolgung und dem Überwinden des fehlerhaften Wesens, dass du in diesem Moment gerade bist und dass du zu einer besseren Version wirst. Beständigkeit wird nicht durch eine fehlerlose Reise definiert. Es geht um die unerschütterliche Hingabe an deine Überzeugungen, deine Arbeitsethik und am wichtigsten an dich selbst zu glauben. Es geht darum zu erkennen, dass Perfektion nicht das Ziel ist, sondern Beharrlichkeit, Beständigkeit, Konsistenz. In diesem einem kostbaren Leben, das wir haben, tun wir uns und unserem Potenzial nur Gutes, wenn wir uns nicht mit dem absoluten Minimum zufrieden geben. Wir haben die Fähigkeit, Großes zu erreichen. Aber es gibt eindeutig Momente, in denen wir eine Linie im Sand ziehen müssen. Kühn erklären, das bin ich nicht. Denn ich bin mehr und ich werde nach mehr streben. An diesen Wegkreuzungen hallt eine tiefe Wahrheit in uns wider. Der Architekt unseres Schicksals, der Meister unserer Reise sind wir selbst. Du hast das Kommando über dein Leben, navigierst durch Stürme und die Stille mit dem Herzen eines Löwen und der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes. Aber keiner wird dich retten. Leg los und hol dir, was du willst. Sei nicht passiv, hab Ehrgeiz, Antrieb und Durchsetzungsvermögen. Sei nicht passiv und warte nicht ab, sei proaktiv. Warte nicht darauf zu handeln. Sei bei jedem deiner Ziele noch entschlossener. Hör auf, Angst vor Zurückweisung zu haben. Nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Denn eines Tages wirst du sterben. Punkt. Gib Gas. Keine äußeren Erfolge werden deine innere Identität heilen. Es geht darum, selbst Meaning im Leben zu finden. Wer willst du sein im Leben? Wenn du das begreifst, dann weißt du, dass Passivität dein größter Feind ist. Egal wobei. Wenn du Aufgaben delegierst, aber kein Follow-up betreibst, wird das dich, dein Unternehmen und dein Vermögen ruinieren. Wenn du eine Beziehung hast, aber nichts unternimmst, keine Aufmerksamkeit schenkst und nicht über dich und deine eigenen Flaws hinauswächst, dann wird diese Beziehung scheitern. Wenn in deinem Leben plötzlich alles dunkel wird, wenn die Leute, von denen du dachtest, sie wären für immer da, dich plötzlich im Stich lassen, wenn deine Träume direkt vor deinen Augen zerplatzen und jeder, dem du begegnest, dir sagt, dass du es nicht schaffen wirst, wenn es scheint, als könnte es nicht schlimmer werden, dann musst du ganz tief graben. Du musst diese Kraft in dir finden, die sich nicht unterkriegen lässt.
Das hier ist nicht das Ende, das ist dein Neuanfang. Du hast die Macht, deine Geschichte zu ändern. Niemand und nichts kann dir das nehmen. Ein großartiger Marketer wird nicht geboren, wenn alles einfach ist. Großartige Marketer werden im Feuer geschmiedet, durch Niederlagen, durch den Kampf mit stressigsten Launches und Kampagnen umzugehen, die man sich vorstellen kann, und nicht davor wegzulaufen, nicht den einfachen Weg zu gehen, nicht zu sagen, hey, jetzt teste ich das nicht. Das wird schon funktionieren. Nein. Du stehst auf, du stellst dich der Arbeit, du machst das, was nötig ist. Du musst nicht immer aufgepusht und begeistert und motiviert sein. Manchmal musst du einfach durchhalten. Du musst einfach weitermachen. Wenn es weh tut, mach weiter. Wenn du nicht weiter weißt, mach weiter. Wenn du nicht weißt, was passieren wird, mach weiter. Ich will, dass du am Ball und nicht sitzen bleibst und dich selbst bemitleidest. Vielleicht siehst du es jetzt noch nicht, aber all der Mist, mit dem du gerade zu tun hast, dafür wirst du irgendwann dankbar sein. Ich weiß noch, wo ich die eine Kampagne mit Dirk gemacht habe. Ich weiß noch, wo ich nicht geschlafen habe. Aber man macht es ja nicht langfristig. An diesem Moment war es voller Fokus darauf. Nur das. Und das hat mir so viel gelehrt, das hat mich so viel weitergebracht, weil ich musste mich konsequent alle 2 Stunden fragen, wie löse ich dieses Problem? Wie bekomme ich mehr Conversions erzielt? Wie bekomme ich mehr Kunden da drauf? Wie bekomme ich mehr Traffic? Und welches ist die eine Kampagne, die den Unterschied macht? Was macht den Unterschied? Wie macht es den Unterschied? Ein Kampf gegen die Zeit. Du hast nicht unendlich Zeit dabei. Stress ist konsequent da. Und mach das mal 1 Jahr, mach das 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre hintereinander. Und jedes Jahr erwarten die Kunden, die Mitarbeiter, Freunde, Verwandte, Menschen, mit denen du zu tun hast, bessere Ergebnisse in diesem Bereich. Sie wollen wissen, wer du bist. Sie wollen sehen, dass du overdelivern kannst. Aber sie rechnen eigentlich damit, dass du scheitern kannst. Du machst es das 5. Jahr. Und im 5. Jahr das Gleiche. Das 6. Jahr muss besser werden. Noch mehr Stress. Beschwer dich darüber nicht. Sei dankbar, dass du diese Möglichkeit hast. Sei dankbar, dass du diese Challenge hast. Nur so kannst du besser werden. Nur so kannst du dich weiterentwickeln. Sei dankbar, dass Gott dir diese Chance gegeben hat, dass du dich weiterentwickeln kannst und dass du nicht derjenige bist, der zusieht. Du wünschst dir vielleicht dieses Leben. Du wünschst dir, hey, ich hätte gerne das, was er hat. Ja, ich wünsche mir das, ich hätte das. Ich hätte auch das. Aber bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Und ich sage dir, du solltest sagen, ja. Denn das ist das Leben, das ist das Abenteuer. Das ist es wert, gelebt zu sein. Ein Leben ist ein einziges Abenteuer. Und du wirst froh sein, dass einige Sachen nicht funktioniert haben. Denn das, was du in diesem Prozess lernst, ist, dass diese Situationen dich stärker machen werden. Du wirst nicht besser, wenn alles super läuft. Es muss Druck geben. Es muss Schmerz geben. Und es muss Dunkelheit geben. Es gehört dazu, egal wer was anderes sagt. Egal wie schlecht, wie negativ etwas ist. Du musst weitermachen. Es geht darum, Haltung zu zeigen. Mutig, kühn, tapfer gegen alle Widrigkeiten. Egal wie aussichtslos die Situation ist, egal wie unüberwindbar die Hindernisse, du machst weiter. Du gehst immer weiter auf deine Träume zu, egal was passiert. Aber in diesem Moment ist das vielleicht nicht dein Traum, es ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe gehört zu einem Traum. Und es gehört zu deiner Verantwortung zu akzeptieren, dass dieser Traum in diesem Moment nicht schön ist. Diese unerbitterliche Verfolgung, dieser unnachgiebige Antrieb, das ist es, was die Sieger von den Besiegten, von den Verlierern trennt. Vergiss das nicht. Egal, ob das jetzt über Marketing ist, ist genauso für jede andere Sache, wo du gewinnen willst, wo du besser sein möchtest. Wenn die Welt dir sagt, es ist vorbei, wenn es aussieht, als gäbe es keinen Ausweg, genau dann gehst du am härtesten rein. Dann beweist du dir und allen anderen, dass du das Zeug dazu hast. Du zeigst, dass es egal, wie dunkel es wird, du wirst einen Weg finden, zu scheinen. Was ist High Performance? Wir haben High Performance gerade besprochen. Zusammengefasst entsteht High Performance durch Disziplin, durch Fokus, durch Energie, durch Selbstbewusstsein und Achtsamkeit, durch Lernfähigkeit, Kreativität, Entscheidungen und Aufgeschlossenheit. Die meisten Leute machen den Fehler, nach Geheimnissen zu suchen, statt das oben Genannte zu verbessern. Was ist das eine Geheimnis? Wie kann ich mir 10 Jahre Marketing sparen, Raoul? Wow, ganz ehrlich, du verdienst es, gerade zu failen. Warum suchst du nach Geheimnissen, wenn du Prinzipien nicht meistern kannst? Warum suchst du nach dem Shortcut? Warum stellst du dich nicht der Challenge? Warum willst du die Abkürzung haben? Natürlich macht es Sinn, von anderen zu lernen. Natürlich macht es Sinn, sich Zeit zu sparen, schneller zu sein als andere. Natürlich. Aber auf der anderen Seite kannst du Prinzipien
nicht ignorieren. Die Basis, das Fundament. Du kannst die richtigsten Dinge machen. Ohne Fundamente, ohne Werte wird das niemals funktionieren. Niemals wirst du dort ankommen, wo du hin willst. Niemals wirst du den Unterschied machen. Egal, ob du Geld einsammelst, ein Produkt launchst, als Coach auf der Bühne sein willst. Niemals. Von den 9 oben genannten Punkten haben wir bisher jetzt 5 behandelt. Wie übersetzt man das jetzt ins Performance-Marketing? Wir haben gerade über Mindset, über Disziplin, über Fokus gesprochen, aber mit praktischen Beispielen aus meiner Welt. Warum ist das so wichtig? Warum rede ich darüber? Weil es jeder macht, eben nicht. Warum? Weil ich es weiß. Macht das den Unterschied? Auf jeden Fall. Jeder weiß diese Dinge, aber keiner macht sie. Keiner hat die Eier dazu, auch zuzugeben, dass er sie nicht macht. Genau das ist das Problem. Jeder weiß, wie es geht, doch keiner macht es. Also wie kannst du großartig sein? Indem du genau das machst. Diese Prinzipien, die jeder kennt, aber keiner gnadenlos verfolgt. Unter anderem, weil sie diese einfachen Sachen, die man kostenlos überall sieht, for free, nicht mal das können sie verfolgen. Und doch wollen sie die größten und besten Ergebnisse. Nein, das ist die Basis. Und jetzt, im Folgenden, kommt das, was danach kommt. Wie wird man kreativ? Wie trifft man bessere Entscheidungen? Wenn man sich Daten anguckt, wenn man sich KPIs anguckt, auf welche KPIs sollte man achten? Und warum sollte man aufgeschlossen sein? Und vor allen Dingen, was zur Hölle ist das? Das besprechen wir jetzt, aber vorher schauen wir uns noch eine Sache an. Nämlich, was bedeutet Leverage, der Hebel? Als Marketer ist es deine Aufgabe, einen Hebel zu designen, zu kreieren oder Hebel zu finden. Nur so bekommst du exponentielle Ergebnisse im Marketing und dafür bist du angetreten im Marketing, um Ergebnisse zu erzeugen, die exponentiell sind und nicht linear. Linear ist so, exponentiell ist. Wenn du diese 9 Punkte verfolgst, werden deine Ergebnisse immer exponentiell. Und das ist die Essenz von Performance Marketing. Und darum geht dieses Video. Manche denken, dass exponentielle Resultate ein Fehler unseres Kapitalismus sind. Und wenn wir die Regeln verändern, wäre das nicht mehr so. Aber exponentielle, überproportionale Ergebnisse sind ein Merkmal dieser Welt. Kein Zufallsprodukt, irgendwelche erfundenen Regeln. Und das gleiche Muster sehen wir bei Ruhm, Macht, militärischen Siegen, Wissen und sogar beim Nutzen für die Menschheit. Siehe ChatGPT, das wächst exponentiell. Ohne das Konzept der exponentiellen Ergebnisse kapiert man diese Welt nicht. Und wenn du verdammt nochmal Ambitionen hast, solltest du das definitiv verstehen, denn das wird die Welle sein, auf der du für den Rest deines Lebens reitest als Marketer. Du entscheidest, wie du ein Problem interpretierst, aber dazu später mehr. Du musst lernen, deine Ängste zu kontrollieren. Dein Gehirn ist darauf programmiert, Ängste und Unbehagen auf Teufel komm raus zu vermeiden und den einfachsten Weg zu nehmen, kein Risiko einzugehen, Schmerz zu vermeiden. Wenn du deine Ängste kontrollieren kannst und Risiko eingehst, basierend auf der Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und das Allerwichtigste, mentalen Schmerz aushalten kannst, dann wirst du die meisten Leute abhängen, mit denen du konkurrierst. Wenn die sich Sorgen machen, blöd dazustehen, machst du das, was nötig ist. Open-minded versus closed-minded. Mir gefällt diese Worte besser im Englischen als im Deutschen. Ich lebe auch in einem englischsprachigen Land, aber der Unterschied zwischen aufgeschlossenen und verschlossenen Marketern ist, wie gut reagierst du auf Anomalien? Das ist ein sehr guter Indikator für deine Aufgeschlossenheit. Was sind Anomalien? Anomalien sind Fehler im System. Vielleicht kennst du das, du erkennst Momente, wenn du etwas Überraschendes oder was Seltsames findest. Wenn ich von einer Anomalie rede, dann rede ich in der Regel von KPI-Tabellen, von Tracking, von Facebook-Ads, von YouTube-Ads. Darüber rede ich. Ich als Marketer möchte Anomalien finden, die mir entweder sagen, dass etwas Positives passiert ist oder etwas Negatives. Anomalien zeigen an, dass die Welt nicht so funktioniert, wie du dachtest. Und wenn du aufpasst, können diese Momente Gold wert sein oder dich vor etwas Bösem bewahren. Was ist eine Anomalie? Eine Anomalie ist etwas, sagen wir mal so, du hast 100.000 Euro Werbeausgaben, 1 Million Euro Umsatz. All das ist erstmal normal. Und du schaust dir daneben noch Video-Views an, die Reichweite, der CPM und du vergleichst mehrere Zeitperioden und irgendwie korrelieren die alle miteinander. Aber auf einmal gibt es einen Ausreißer nach oben. Wo kommt der her? Oder es gibt einen Ausreißer nach unten.
Wo kommt er her? Wieso ist er da? Warum ist er da? Wie ein Detective, Sherlock Holmes, fängst du an zu suchen nach der Ursache, nach dem Grund. Warum passiert das? So findest du Performance. Wenn du eine Chance findest, wenn du eine Anomalie findest und sie entwickelt sich zu einer Chance für mehr Performance, dann nimmst du sie wahr. Verschlossene Markter neigen dazu, Anomalien zu ignorieren oder zu übersehen, weil sie sich nicht drum kümmern. Sie sind angetreten für das schnelle Geld. 10.000 pro Monat, 15.000 pro Monat, 20.000 pro Monat. Aufgeschlossene Markter wollen eintauchen und verstehen. Es geht um die Neugierde. Für mich ist das ein Konzept zu verstehen. Es gibt so viele Konzepte in dieser Welt. Unsere ganze Welt besteht aus Konzepten. Das macht es so spannend, oder? Natürlich ist das Eintauchen schwer in ein Konzept, in eine stinknormale KPI-Tabelle. Aber auf einmal findest du was. Du findest etwas, was deine Ideen und bisherigen Überzeugungen komplett über Bord wirft. Und auf einmal, was siehst du? Eine völlig neue Welt. Eine Welt, die du bis dahin nicht gekannt hattest. Eine Epiphanie findest du. Du lernst, du siehst neue Punkte, du kannst neue Linien ziehen. Auf einmal, was für andere nicht erreichbar ist, sie verstehen es nicht, ist für dich ein Fingerschnipsen. Du siehst eine Welt, du vorher überhaupt nicht wusstest, dass diese existiert. Das Wundervolle, das Einzigartige ist, dass diese Welt nur für dich existiert. Denn du warst aufgeschlossen genug, offen genug, nach einer Anomalie zu suchen, sie zu finden und einzutauchen, zu nutzen. Nicht wegen dem Geld, wegen dem Drang, der Neugierde nach Wahrheit. Durch meine Beharrlichkeit, Anomalien zu finden, bin ich auf ein Konzept gestoßen, was in der Essenz, in ihrer Abstrakt, die Omnipräsenz widerspiegelt. Aber ich nenne sie die KFC-Methode, die Key First Click. Der allererste Kontakt, den jemand aus deiner Zielgruppe hat, mit deiner Marke, mit deinem Unternehmen. Was bedeutet Omnipräsenz? Omnipräsenz bedeutet, überall präsent zu sein, den Großteil deines Werbebudgets darauf zu verwenden, jemanden zu bombardieren, nachdem er eine Interaktion zum allerersten Mal mit deinem Brand, deiner Marke ausgelöst hat. Indem du zum großen Fisch im kleinen Teich wirst, löscht du die Konkurrenz aus und wirst zur einzigen Autorität in ihrem Leben, einfach weil du derjenige bist, der immer für sie da ist. Du willst maximale mentale Verfügbarkeit. Mentale Verfügbarkeit ist das intangible Grundstück, das du mietest in den kollektiven Köpfen deiner Zielgruppe. Ich sag Zahnpasta, woran denkst du? Colgate oder Elmex. Egal was es ist, eins von den beiden hat die höchste mentale Verfügbarkeit. Eins von den beiden mietet in deinem Kopf den Platz für Zahnpasta. Ist das nicht spannend, aus 50.000 verschiedenen Zahnpasten, die es wahrscheinlich oder mehr auf diesem Planeten gibt, denken 95% der Menschen an einen, zwei oder drei Brands? Ich sage Fast Food, woran denkst du? McDonald's oder Burger King? Mentale Verfügbarkeit. Das Konzept dahinter nennt sich KFC und KFC ist ein Konzept des Konzeptes der Omnipräsenz. Konzepte sind im Konzepten, in deinem Konzept. Oh ja, das ist diese Welt. Du tauchst immer tiefer und tiefer ein. Deswegen liebe ich es, Marketing mit der Kunst zu vergleichen. Hinter mir, was siehst du? Ein Oktahedron, ein gespiegelter Pyramidenkörper. Du tauchst ein in dieses Kunstwerk. Von außen, du siehst zwei Pyramiden gespiegelt. Sobald du näher stehst und reinguckst, siehst du die Unendlichkeit der Gedanken. Verwurzelt, vertieft, unendlich sind auch die Konzepte. Ein Konzept funktioniert dann, wenn Thesen sich bestätigen. Wenn eine Aktion passiert, eine andere eintritt und kanalisiert mit Fokus ein Ergebnis eintritt. Es gibt mehr und mehr Konzepte. Je tiefer du eingehst, desto mehr wirst du entdecken. Desto wahnsinniger kannst du werden, weil du immer und immer wieder dich hinterfragst und du entdeckst eine Sache und irgendwann merkst, okay, das, was ich geglaubt hatte, dass es funktioniert. Es funktioniert nur in diesem Kontext, nicht allübergreifend, wie du vorher dachtest. Nein, es braucht einen Kontext, in dem dieses Konzept funktioniert. Außerhalb dieses Kontexts funktioniert dieses Konzept auf einmal nicht mehr. Es wird ersetzt, erweitert durch ein weiteres Konzept, ein neues Konzept. Was Neues, was du siehst. Bedeutet, oftmals ist es auch so, dass du das Ergebnis bist der Konzepte, die du in der Tiefe verstehen und begreifen kannst. Und das auch gleichzeitig dein Limit ist. Gehen wir einmal zurück.
zur Omnipräsenz. Das Konzept war, du bist derjenige, der immer da ist. Als nächstes brauchst du Timing. Du musst überall präsent sein. Heißt, zur richtigen Zeit auftauchen. Wenn jemand deine Lösung braucht, bam, du bist da. Und das erreichst du durch Konstanz, durch Konsistenz. Das ist die zweite Komponente. Es geht nicht darum, nur einmal eine Kampagne zu schalten. Es geht darum, nicht einmal, ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr Werbung zu schalten. Es geht darum, jeden Tag. An jedem Tag, wo du nicht schaltest, ist das eine Opportunitätskostenpunkt für deine Marke, für deine Firma, für dich. Auf der anderen Seite ist es auch Frequenz. Wir versuchen nicht magisch aufzutauchen, wenn die Zielgruppe bereit ist, eine Entscheidung zu treffen. Wir sind konstant da auf eine Art, die Wert bietet und eine Beziehung aufbaut. Und der letzte Punkt ist Plattform. Denn du wirst nicht nur mit der richtigen Plattform überall präsent, du baust auch eine Plattform. Was das heißt, wissen die Leute, die das Playbook haben. Denn für deine Zielgruppe beginnt die Reise mit der KFC, dem Key First Click, der allererste Kontakt, die erste Impression, der allererste Eindruck. Wir zeigen die perfekte Kampagne. Wir holen ab mit Copywriting das Bedürfnis, das Desire, das Verlangen nach mehr unserer Zielgruppe. Und dann zeigen wir weitere Engel, Probleme innerhalb dieser gleichen Kategorie. Wir designen, wir bauen eine Kategorie auf. Reiß das nur kurz an, denn den exakten Weg gibt es im Playbook. Und dann, was wir machen, ist Re-Engagement, Werbung auf den verschiedenen Plattformen mit Direktmarketing, auf Facebook, auf LinkedIn, auf YouTube und sorgen dafür, dass sie konvertieren, direkt. Das ist ein Marathon, kein Sprint. KFC bedeutet, wir holen uns, wir gehen in Vorleistung. Wir spielen heute das Spiel, was wir in 6 Monaten gewinnen wollen. Denn warum machen wir das? Wir wollen an die Spitze kommen. Denn wir wissen, dass Spitzenleistung nach eigenen Regeln spielt. Deine besten Ergebnisse sind das Ergebnis der Gespräche, die du mit dir selbst führst. Im Dunkeln, alleine und wie viel durchschnittliche Leistung du von anderen und dir selbst tolerierst. Spitzenleistung kennt keine Ziellinie. Echte Spitzenleistung sieht manchmal nicht schön aus. Und echte Spitzenleistung ist niemals perfekt. Spitzenleistung ist auch nichts für die meisten. Nein, Spitzenleistung ist hart, brutal und manchmal sehr hässlich. Aber echte Spitzenleistung bringt immer die besten Ergebnisse mit sich. Und die besten Ergebnisse sind was? Sie sind das Symptom, wie sehr du Konzepte dieser Welt verstehst. Es ist wie ein Computerspiel, wie ein Charakter. Du schaltest neue Level frei, aber nicht in einem Computerspiel, nicht in einer fiktiven Person, sondern in dir selber. Es macht das Leben lebenswert. Spitzenleistung passiert nicht nur einmal. Es ist eine Entscheidung. Sie passiert immer wieder und immer wieder und sie erfindet sich ständig neu. Warum ist Spitzenleistung aber das Gegenteil von perfekt? Das Gegenteil von schön? Weil alles ein Opfer fordert. Und für echte Größe ist das der Preis, den du zahlen musst. Die Imperfektion, die Hässlichkeit, die Brutalität. Du musst bequem mit Bequemlichkeit bezahlen. Wo liegt der Wert da drin, fragst du dich vielleicht. Im Führen eines sinnvollen Lebens. Du entwickelst dich weiter, du wirst eine bessere Person. Du lernst Dinge, die du anderen weitergeben kannst. Im Gesamten, die Consciousness entwickelt sich. Du kannst nur wirklich großartig sein, wenn du dem Ganzen genug Bedeutung beimisst. Und Bedeutung ist die Währung, mit der du die Hindernisse überwindest. Bedeutung bekommt etwas. Marketing ist, etwas Bedeutung zu geben. Was ist die Bedeutung hinter Marketing MBA? Für mich ist Marketing Bedeutung erschaffen, neue Ideen, neue Gedanken zu implementieren. Aber auf der anderen Seite muss das Ergebnis in monetärer Form sein. Marketing MBA means Money in the Bank Account. Es war teilweise ein Joke, auf der anderen Seite war es auch ernst. Denn großartiges Marketing sollte daran bemessen werden, wie erfolgreich es ist, Performance zu erzeugen. Performance in Form von monetärer Form. Auf der anderen Seite, Marketing ist auch für mich Kunst. Ein weiteres meiner Lieblingszitate ist, dass Marketing isn't just a job for me. It's a canvas where I paint my dreams. Und genau das wollte ich auch widerspiegeln in unserem Logo. Dann lass mich dir unser Logo erklären, damit du die Bedeutung dahinter verstehst. Ich wollte ein Logo haben, was auf der einen Seite aussieht wie ein Kunstwerk, die Kunst widerspiegelt, auf der anderen Seite, dass jedes Element einen tieferen Sinn dahinter hat. Das Logo ist rund und nicht eckig, weil die gerundete Form sollte in dem Abstrakt widerspiegeln,
dass großartige Ideen, Big Ideas, ähnlich wie ein Fluss, sie fließen organisch ineinander. Sie nehmen den Pfad des geringsten Widerstands. Eine großartige Idee in den Köpfen deiner Zielgruppe zu platzieren, braucht nicht viel Arbeit. Es ist kein Kampf. Es ist einfach etwas, was fließt wie ein Fluss. Es öffnet sich einfach. Es fühlt sich gut an, großartig an. Es fühlt sich richtig an. Darum ist unser Logo rund. Auf der anderen Seite, Performance sollte eingebracht werden. Der Graph im Logo ist wiedergespiegelt, denn heutige Marketer müssen Daten verstehen und welche Geschichten sie erzählen und wie sie Entscheidungen beeinflussen. All das aus einer Linie, all das aus ein paar Nummern und das Übersetzen in Emotionen, Wörter, Videos, Bilder. Und darum haben wir den Graph reingebracht. Auf der anderen Seite Marketing MBA. Der erste Buchstabe ist ein M. Aber was ist auch wichtig im Marketing, ist die Perspektive. Deswegen wollte ich den Buchstaben M in einer abstrakten Form integriert haben, aber aus zwei Perspektiven. Denn ein großartiger Marketer muss verschiedene Perspektiven haben, um der Welt eine neue Geschichte zu erzählen. Sein einziges Limit sind seine eigenen Perspektiven oder die Verschlossenheit gegenüber anderen Perspektiven. Das Logo soll ein Reminder sein, dass wir immer mehrere Perspektiven auf die Situation und die Welt haben. Großartige Marketer beeinflussen Verhalten durch dem Verleihen einer tieferen Bedeutung. Ihr Verständnis der menschlichen Psychologie macht sie großartig. Aber du brauchst Perspektive dafür. Auf der anderen Seite das Unendlichkeitszeichen. Das Erschaffen von dauerhafter Veränderung durch Kampagnen. Marketing ist zeitlos. Solange die Menschheit existiert, solange wird Marketing existieren. Aber auf der anderen Seite, es ist dauerhaft. Das Prinzip ist dauerhaft, aber das Ergebnis, die Geschichte kann nur einmal erzählt werden. Nichts Neues kann noch einmal neu sein. Keine Kampagne kann zweimal dieselben Emotionen erwecken und Ergebnisse erzielen. Nein. Jedes Ergebnis ist einzigartig. Und das ist der Aufbau unseres Logos. Die Farben dahinter, kastanienbraun, purpurrot und orange, repräsentieren Stärke, Leidenschaft, Energie, Aufregung und Mut, die du brauchst, um ein großartiger Marketer zu sein. Letztendlich ist unser Logo ein abstrakter Reminder, dass mit Marketing, mit der Art, wie du Geschichten erzählst und sie darstellst, unbegrenzte Möglichkeiten vorhanden sind. Es kommt auf deinen Blickwinkel an und die Perspektive. Wie du Performance erzeugst, übersetzt. Das ist Bedeutung und das ist unser Logo. Das ist Marketing MBA. Wie gebe ich meinen Produkten Bedeutung? Wir kommen zu dem Thema wieder zurück zum Anfang. Diese Uhr, keine Rolex, keine AP, keine Richard Mille, nichts davon. Diese Uhr hat actually nicht mal ein Branding. Da steht kein Name drauf. Kein Brandname. Alles, was hier sind, sind drei goldene Kreuze. Warum? Warum ist diese Uhr so wertvoll ohne Branding? Was sind diese drei Kreuze? Das schauen wir uns jetzt mal genau an. Diese Uhr hat ein Bekannter von mir zusammen gemacht mit einem Geschäftspartner aus China. Und der Uhrenhändler nennt sich Wristcheck aus Hongkong. Und die Uhrenmarke ist von Atelier Wen. Und dieser Uhrenmacher, der hat so die Fähigkeit, das Handwerk, diese Muster zu machen. Die sind nicht gedruckt, die sind nicht eingestanzt, die sind per Hand in Metall gefräst. Einzelarbeit dauert sehr lange, sehr aufwendig, aber das Endresultat ist meiner Meinung nach auch sehr schön. Und die haben diese Uhr gelauncht, speziell gesagt das Dial, dieses grüne Dial, nämlich genau vor einem Jahr, im November 2022. Das ist die Uhr, die sie gelauncht haben und die Uhr ist aber eine andere. Und jetzt kommt die Story dazu. Hier geht es darum, wie man ein Produkt emotional auflädt, sodass es einen höheren Preis bekommt. Dass Menschen bereit sind, einen Preis dafür zu bezahlen, weil es Bedeutung für sie hat. Durch Bedeutung erzeugen wir in der Essenz am Ende mehr Umsatz. Zuerst kanalisieren wir Aufmerksamkeit und dann geben wir dem Ganzen Bedeutung. Die haben einen Launch gemacht und diesen Launch schauen wir uns jetzt an. Zuallererst am 21. November gab es ein Teaser und Preframing. Was haben sie gemacht? Sie haben die Zielgruppe nochmal daran erinnert, dass vor einem Jahr sie dieses Dial gelauncht haben und es war eine Limited Edition. Es war eine spezielle Edition zusammen mit Wristcheck und dem Atelier Wen. Also der hat ein JV gemacht und dieses Produkt gelauncht. War ausverkauft, gibt es nicht mehr. Aber sie posten es nochmal als Teaser, um daran zu erinnern, wie schön diese Uhr ist an die Zielgruppe und was damals passiert ist. Eine Woche später startet der Pre-Launch. Und es gibt noch einen zweiten JV-Partner hier oder jemand, mit dem sie zusammengearbeitet haben, nämlich einen Künstler. Second Second heißt er. Und dessen Spezialität ist es, mit goldenen Fäden Dinge zusammenzunähen und Kunstwerke zu machen.
Und das war der erste Teaser. Das hier war der zweite Teaser. Man sieht, okay, irgendwas passiert hier. Und es gibt einen Pre-Teaser. Und hier steht das Datum, sehr kreativ gelöst. Auch hier mit den Zeichnungen. Passend zu dem Style. Und dann hier diese drei Kreuze, die du hier siehst. Aber es gab noch keine Information darüber. Das war das Wichtige, keine Information zu liefern, Hype aufzubauen, Unwissenheit, dass man sich überlegt, was ist das? Druck aufzubauen, jeder Launch braucht Druck. Und dann haben sie die Story erzählt, die Story dahinter. Und zwar so, man sieht, das ist das Endprodukt, darum geht es. Und dann wird hier erzählt, in 2022 gab es diese Zusammenarbeit und das ist der einzige chinesische Uhrenmeister, der dieses Dial herstellen kann. Und die haben innerhalb dieses Prozesses, haben sie 100 Uhren hergestellt. Von diesen 100 Uhren mussten natürlich auch 100 Ziffernblätter erstellt werden, aber 36 waren abgelehnt. Also es gab insgesamt 136 und 36 wurden abgelehnt bei der Quality Control. Und jedes Dial, jedes Ziffernblatt, was abgelehnt worden ist, wurde abgelehnt mit einem einzigen Cut, um es zu zerstören. Und der Gründer, mein Freund von Wristcheck, Austin, hat dann mit dem Künstler gesprochen, Second Second. Und er ist auf die Idee gekommen, hey, warum nimmt man nicht etwas, was kaputt ist und flickt das wieder zusammen? Und so kommt die Geschichte halt, dass der Künstler Second Second gesagt hat, okay, das Nähte in 24 Karat Gold wieder den Stolz des Ziffernblattes herstellen könnte. Für diese 36 Dials. Auf der anderen Seite sollte es kein Branding haben. Your process once rejected those styles, so don't repent now that they are yours. How creative, wie kreativ ist das? Wow. Also 36 Ziffernblättern, die eine Story erzählt. Jedes hat einen Cut an einer anderen Stelle. Jedes sieht ein bisschen anders aus und jedes hat irgendetwas, wenn man genau hinsieht, warum es abgelehnt worden ist. Und es wurde genommen und wieder repariert, zusammengepflegt und wertvoller gemacht, als es vorher war, durch das Gold. Es sieht nicht perfekt aus, aber es ist in seiner Essenz selber perfekt, weil es auch einzigartig ist. Und das ist die Geschichte dahinter. Die Geschichte hinter dem Produkt. Und dann haben sie beim Launch das hier gezeigt. So sieht das Produkt aus. So die Box, so das Style, kein Branding. Und auf der Rückseite abgelehnt mit Zeit und Anerkennung. Überall draufgepackt. Und das erzeugt Resonanz. Das erzeugt Geschichte. Das ist Marketing. Das ist emotionales Aufladen. Bedeutung schaffen. Einzigartigkeit. Knappheit, Scarcity. Wenn wir uns die E-Mails angucken, haben wir hier nochmal genau die Geschichte. Das, was ich gerade eben erzählt habe, auch hier. E-Mails wird rausgesendet, man sieht, von wem sind die? Von wem ist dieses Produkt? Emotionale Wörter zu nehmen durch gutes Copywriting. Was hier genommen worden ist, nennt sich Humanizing. Ein Objekt vermenschlichen. Du kannst ein Objekt vermenschlichen und damit mehr Gefühle erzeugen. Du willst Emotionen erzeugen, keine Logik. Es ist ein Luxusprodukt. Du erzählst nicht darüber, dass es genau die Zeit anzeigt, wie die andere Uhr auch. Nein. Es wurde nicht mit einem einzigen Wort erzählt, wie genau das Uhrwerk ist. Ein Merkmal zum Beispiel. Oder was für ein Uhrwerk. Wenn man auf der Seite sucht, findet man es. Aber ist völlig egal. Es ging hier um die Kunst. Es ging hier um die Geschichte. Es ging darum, wie ein Prozess, den wir aus unserem Leben kennen, auf einen materiellen Gegenstand übertragen worden ist. In seiner schönsten Form. Mit einer Geschichte. Mit Einzigartigkeit. Mit Scarcity. So ist dieses Objekt keine Uhr mehr, sondern eine Erinnerung, ein Reminder daran, was es heißt, eine Zelebration oder das Feiern von Resilienz und Wiederkehr. Letztendlich der Preis $5,000. Normal kostet die Uhr $3,000, Herstellungskosten 500 bis 800. Und jetzt nur 36 Stück, gibt nicht mehr. Das hier ist nur für Collectors. Es geht nicht darum zu zeigen, hey, ich habe die beste, teuerste Rolex AP, Richard Mille, whatever. Nein, das hier ist eine Uhr für wirkliche Sammler. Und erzählt eine Geschichte und es gibt nicht mehr. Wenn du diese Geschichte haben willst, dieses Kunstwerk, diese Bedeutung, dann musst du jetzt jemanden finden, der dir diese Uhr für 20.000 verkauft. Der Glück hat, der bereit ist, für 20.000 zu sagen, das ist es mir wert. Das ist schön an Marketing. Du kannst Dingen Bedeutung geben. Einfach durch Kreativität. Und darum geht's im nächsten Part. Warum sollte ich meinen Produkten Bedeutung geben? Wie gesagt, das Kunstwerk hinter mir, vorher vielleicht fandest du es schön. Einfach nur das, was du gesehen hast, es hat deine Aufmerksamkeit gecatcht. Aber jetzt, wo du die Bedeutung dahinter kennst, was das Licht dahinter widerspiegelt, die Unendlichkeit der Gedanken, der klare Weg, der fokussierte Gedanke bedeutet, vielleicht resoniert das mit dir und das ist etwas, was du sagst, oh wow, das hat Bedeutung in meinem Leben auf einmal. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Und auf einmal bekommt dieses Objekt
einen Wert für dich. Einen Wert, für den du bereit bist, Geld zu bezahlen. Weil es dir wichtig ist, diese Erinnerung vielleicht zu besitzen. Wichtiger als das Geld, was du hast. All das ist Marketing, Kommunikation, Recherche in die Köpfe unserer Zielgruppe. Das geht nicht, wenn du nicht etwas besessen bist über die Neugierde in Konzepte, Neugierde in Wahrheit, Neugierde in Psychologie und das Adrenalin, das Dopamin haben möchtest, wenn du das herausfindest, wenn du Gas gibst, besser bist als alle anderen, neue Ergebnisse sorgst. Wie sorge ich für Spitzenleistung? Spitzenleistung ist das Endergebnis und Spitzenleistung ist wunderbar. Es ist einzigartig, wie 1000 Schmetterlinge auf einmal, der tiefe Atemzug. Es ist der Grund, morgens aufzustehen, der Grund zu leben. Spitzenleistung wird in großen Entscheidungen geboren, aber große Entscheidungen brauchen keine Zeit. Du brauchst nicht mehr Zeit, du brauchst nicht unendlich Zeit für die größte Entscheidung. Nein, du brauchst Sekunden. Und damit diese Entscheidungen in Sekunden gefällt werden können, brauchst du gewisse Voraussetzungen. Du brauchst mentale Stärke und mentale Stärke kommt woher? Aus Ruhe und Klarheit, nicht aus Chaos. Negentropie, das Gegenteil von Entropie, des Chaos, kommt aus der Klarheit. Deine Misserfolge sind die Zeichen deiner Schwächen im Leben. Hier musst du besser werden, um Erfolg zu haben. Aber du brauchst Klarheit und damit kommen wir zu dem Punkt des Trackings wieder. Mal. KPI-Tabellen sind wie eine Uhr. Eine Uhr zeigt die Zeit an, aber sie ist nicht die Zeit. Wenn die Uhr stehen bleibt, sie spiegelt die Zeit wieder. Die Zeit passiert trotzdem. Genauso ist das Gleiche mit der KPI-Tabelle oder mit den Tabellen. Du pflegst dort etwas, was den Erfolg oder den Misserfolg deines Geschäfts messbar macht. In Entscheidungen, in Klarheit, was dir Klarheit bringt. Du willst in der Essenz es schaffen, schneller, bessere und einfache Entscheidungen zu treffen. Aber dafür brauchst du eine richtige Übersicht, du brauchst eine richtige Tabelle. Du brauchst eine Tabelle, die dir nicht nur die richtigen Daten liefert, sondern die dir auch visuell die Daten richtig aufbereitet, sodass du Entscheidungen schneller und besser treffen kannst. Wenn das eine Unternehmen, der eine Marketer, für eine wichtige, triviale Entscheidung 2 Wochen braucht, während der andere die in 2 Minuten treffen kann, wer gewinnt wohl? Speed of Implementation. Als Marketer sehe ich immer wieder, wie die größten Schwächen der Menschen eigentlich die Kehrseite ihrer größten Stärken sind. Zu viel Risiko auf der einen Seite steht zu großer Risikoscheu auf der anderen Seite gegenüber. Zu detailverliebt zu sein, kann bedeuten, dass man das große Ganze aus den Augen verliert. Echter Fortschritt tritt dann ein, wenn du deine Schwächen nicht nur anerkennst, sondern annimmst. Um deine Entscheidungsfindung zu verbessern, denke über Prinzipien nach, wie du Entscheidungen triffst. Halte sie schriftlich fest. Deswegen sage ich, du brauchst ein Playbook. Es hilft dir, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil die meisten Menschen zu emotional sind, neigen sie dazu, übermäßig auf kurzfristige Ergebnisse zu reagieren, die nicht in ihrem Gunsten stehen. Sie geben zu früh auf, verkaufen zu niedrig, wenn die Zeiten schlecht sind, sie kaufen zu hoch, wenn die Zeiten gut sind. Marketer, was machen sie? Schalten Werbung zu früh ab. Weil sie eine Zeitperiode nicht bemessen können, weil sie nicht wissen, wie sich Lead Generation verhält, dass es eine verspätete Attribution hat, schalten sie zu früh ab. Sie verstehen das Prinzip hinter KFC nicht. Sie haben Kampagnen, die funktionieren phänomenal, die einfach gar kein Budget bekommen über Monate. Und Kampagnen, die wirklich überhaupt nicht funktionieren. Aber was passiert? Sie laufen weiter mit Budget. Warum? Aus einem Grund. Sie interessiert sie nicht. Und sie haben keine Klarheit über die Daten. Kluge Marketer halten sich in guten wie in schlechten Zeiten an bewährte Grundlagen, während der unkluge Marketer emotional auf seine Gefühle reagiert. Sie springen auf Dinge auf, wenn sie gerade angesagt sind und lassen sie fallen, wenn sie es nicht mehr sind. Ein Fehlerprotokoll zu führen hat den Entscheidungsprozess verbessert und zu weniger Fehlern geführt. Marketer müssen Fehler protokollieren. Und das Wichtige ist, egal ob du angestellt bist oder nicht, ob du selbstständig bist oder ob du eine Firma hast, ob du Geschäftsführer bist, protokolliert Fehler, Anomalien, die aufkommen. Deswegen After-Action-Reviews. Das ist so essentiell. Seid nicht emotional. Und emotional bedeutet nicht rumzuschreien oder verzweifelt zu sein. Emotional bedeutet, die Entscheidung zu treffen in einem guten Moment. Nicht das Nötige zu tun, weil du dich gerade gut fühlst. Es geht nicht um das Fühlen. Es geht darum, das zu tun, was richtig ist, was nötig ist. Und nichts anderes. Es gilt in den Momenten, wo du dich gut fühlst. Ah ja, das lief nicht so gut, eigentlich müsste ich das festhalten, aber du machst es nicht. Das ist das, was dich später, die 1% und die weiteren 1%, jeden Tag, diese kleinen Verbesserungen, das ist das, was dich das kostet.
Du sagst Nein zu deinem Potenzial. Du sagst Nein zu all das, was du noch im Leben finden kannst. Wenn du das findest, hinterfrag die Anforderungen. Oftmals sind die meisten Anforderungen einfach dumm. Egal, wer sie dir gegeben hat. Besonders, wenn eine kluge Person dir Anforderungen gibt, auch dann musst du sie hinterfragen. Du kannst nicht zu oft hinterfragen. Denn jeder liegt mal falsch. Egal, wer du bist. Jeder liegt manchmal falsch. Versuche sehr hart, Teile eines Prozesses immer zu eliminieren. Unsere Welt, unsere Zeit funktioniert nach dem Prinzip der Entropie. Mehr Chaos, weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Alles entwickelt sich. Sehr, sehr wichtig, dass du das verstehst, denn um Ordnung zu haben, musst du Dinge reduzieren. Prozesse löschen, Prozesse hinterfragen, Menschen hinterfragen, Ergebnisse hinterfragen, auf Ergebnisse zu achten. Nur dann bleibst du auf dem Kurs, dass du weiterhin Top-Performance, High-Performance erzeugen kannst. Wenn du nicht gelegentlich Dinge hinzufügst oder hinzufügen kannst, dann entfernst du auch nicht genügend Dinge aus Prozessen. Der nächste Punkt ist, dass du vereinfachen oder optimierst, aber nur nachdem du den ersten und den zweiten Schritt gemacht hast. Der häufigste Fehler eines klugen Marketers ist es, nicht wie ein Ingenieur zu denken und nicht zu optimieren. Sich zu fragen, hey, wie existiert das nicht? Oder wie löse ich das Problem vom Ende heraus? Reverse Engineering. Als Marketer bist du auch ein Ingenieur. Du musst denken wie ein Ingenieur. Du musst rausfinden, wie ein Problem gelöst wird, wie ein Ingenieur. Und der letzte Punkt ist, du musst dich schneller bewegen. Aber erst, nachdem du die ersten drei Punkte gelöst hast. Und danach automatisieren. In diesem Sinne geht es im Marketing darum, die Balance zwischen unseren Stärken und Schwächen zu finden und zu nutzen, Entscheidungen auf einer soliden Grundlage zu treffen, Prozesse so effizient und effektiv wie möglich zu gestalten. Und lass dich nicht blenden. Es gibt keinen Einfach. Das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Jedes Geschäft sieht von außen her einfach aus. Das liegt daran, dass der Typ dahinter Dinge drauf hat, die andere nicht mal checken. Man hat keinen Schimmer, wie leicht oder schwer etwas ist, bis man es in der Regel selbst gemacht hat. Und alles andere ist einfach nur geraten. Als Marketer will ich mich auf Sachen konzentrieren, bei denen ich einen Vorsprung vor anderen habe. Ich habe keinen Bock, ein Spiel zu spielen, wo andere die gleichen Chancen haben zu gewinnen. Ich spiele nicht in einer Liga, wo andere schlauer sind und ich der Depp. Ich will mir ein Spiel suchen, wo ich der Schlaue bin und die anderen die Deppen. Gott segne unsere dummen Konkurrenten. Die machen uns reich. Warren Buffett. Wer kennt das? Nächstes Jahr wird mein Jahr. Im neuen Jahr fange ich mit XYZ an. Genau das ist oft das Problem. Sachen aufschieben wird zur Gewohnheit, wie ich schon vorher gesagt habe, verstärkt durch solche Sprüche. Die beste Zeit ist immer jetzt. Gib nicht der Emotionalität freien Lauf. Pack richtig an. Jetzt. Nicht morgen. Warte nicht auf die perfekte Gelegenheit. Schaff dir jetzt eine Gelegenheit und mach sie perfekt. Hab diesen neuen Gedanken. Dieser Gedanke schafft eine neue Emotion. Und neue Emotionen gibt dir Energie. Auch ein weiterer Grund zu leben. Auf der anderen Seite, wenn du Erfolg hast im Marketing, wenn du eine Firma bist, die schon was gerissen hat, lass mich dir eine Sache sagen. Ich sehe ständig Firmen, die etwas Großes einmal reißen und dann träge und langsam werden. Einfache Entscheidungen dauern Wochen. Und das Schlimmste ist, Menschen denken, es sei normal. Ist es aber nicht. Und das ist ein Zeichen von schlechtem Hiring, mangelnder Kulturpflege. Wir erinnern uns an das Beispiel von Steve Jobs am Anfang, A-Player und C-Player. Am Anfang macht das Unternehmen Dinge mit Menschen, die die Arbeit von 20 erledigen. Und dann langsam mutiert sie dazu, 20 Menschen einzustellen, um die Arbeit von einem einzigen zu machen. Das passiert, weil HR nach Wachstum aussieht. Business. Wir heiern mehr, wir werden größer und so weiter und so fort. Nein, das ist geistige Masturbation. Um sich davor zu drücken, sich genau das zu überlegen, die Anomalie zu finden, was das Business braucht und dabei extrem selektiv und vorsichtig Leute einzustellen. Besser ein A-Player als 5 oder 10 C-Player. Besser die Anomalie zu finden, anstatt die Anomalie zu ignorieren. Es ist eine Entscheidung, es sind wenige Sekunden. Es sind vielleicht 2 Minuten, die du dich dem widmen musst. 2 Minuten und eine 10-sekündige Entscheidung, die vielleicht den Erfolg oder Misserfolg deines Geschäfts ausmacht. Wenn du siehst, wie ein Business langsam und groß wird, liegt es daran, dass die Gründer faul geworden sind. Zu viele Schmarotzer-Bürokraten reingelassen haben, die Fähigkeit der Firma zu handeln lähmen. Classic. Es ist absolut möglich, schlank zu bleiben und schnell zu handeln, während man wächst. Auf der anderen Seite, natürlich kann man wachsen. Und natürlich kann man groß werden und wachsen. Man muss nicht lean bleiben. Es hängt natürlich aber davon ab,
wie groß ist das Problem, was du gerade löst? Das sollte dementsprechend im Verhältnis stehen. Ein weiteres Beispiel, warum hat Facebook Erfolg gehabt und MySpace nicht? Genau das hat auch etwas mit Marketing zu tun. Es geht um das Thema Wachstum. Das eigentliche Problem war, dass die Welt durch MySpace darauf trainiert wurde, dass soziale Netzwerke interessant sind. Aber das eigentliche Produkt wurde von Facebook perfektioniert. Die Geheimwaffe von Facebook war, dass es die reale Welt nachahmte, indem es zum ersten Mal die Leute dazu zwang, ihren echten Namen zu verwenden. Während MySpace-Nutzer pseudonyme Handles nutzten. Als MySpace anfing, galt es als riskantes Verhalten, seinen echten Namen, seine Identität oder Foto von sich selbst auf einer Webseite preiszugeben. Ich weiß das selber. MySpace begann den Prozess, die Leute davon zu überzeugen, über diese Angst hinwegzukommen. Aber Facebook beendete diese Diskussion. Facebook veränderte die Gleichung, indem es ein Tool erstellte, was einfacher war. Das war wichtig, weil MySpace und andere Social-Media-Netzwerke zu dem Zeitpunkt zu schwer wurden zu benutzen, zu langsam wurden, konntest mit deinen Profilen Videos, Musik und ähnliches abbilden. Facebook drehte sich im Gegenteil mehr um deine Freunde als um dich. Über andere auf dem Laufenden zu bleiben, ist ein riesiger Teil unseres menschlichen Verhaltens und der sozialen Interaktion. Also ob es nun darum geht, den Beziehungsstatus eines Freundes zu stalken, wie es im Film dargestellt wird, oder Fotos eines Freundes zu sehen, was Facebook in ihrem Feed machte, dadurch bekam Facebook mehr Wert, weil es das Leben online interessanter machte als MySpace, wo du nicht wusstest, wer das war und wo noch tausend andere Dinge diese Plattform aufgeblasen haben. Erinnere dich an das Wort Entropie. Genau das ist MySpace zum Gefängnis geworden. Genau das Gleiche passiert übrigens jetzt auch wieder bei Facebook. History repeats itself. In der Geschichte selber, aber auch ins Kleine, bei Konzernen, im Mittelstand, überall. Genau das sind Konzepte. Die Wahrheiten dieser Welt. Sie wiederholen sich und wiederholen sich. Der Lauf der Geschichte nimmt seine Zeit. Facebook verbreitete sich an Schulen und übernahm buchstäblich soziale Kreise und Zwang zur Adoption, während es voranschritt. Eines Tages gab es nichts, bestenfalls ein Gerücht, und am nächsten Tag waren alle auf Facebook. Jeder wollte wissen, was du machst. MySpace entschied sich, bei dem Produktangebot breit zu gehen, Immobilien, Horoskope noch anzubieten. Genau das ist der Fehler. Anstatt dass sie ein Versprechen gelöst haben, ein Angebot hatten, wurden sie immer breiter und breiter, weil irgendjemand eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Mit dieser Breite kamen technische Abhängigkeiten, die das Produkt träge gemacht haben, anfällig für Fehler. Und ich weiß noch, irgendwann, MySpace war einfach, wurde teuer in der Entwicklung, Unterstützung. Facebook war damals so, dass sie schlanker, schneller, schnell zu skalieren waren. Die Welt, sie ist nicht nur schwarz und weiß. Als Marketer hörst du das, ganz leise. Zwischen all den Tönen, im bunten Farbenmeer, liegt mehr als nur das Offensichtliche. Viel mehr. Der Zielgruppe eine neue Sicht zu schenken, bedeutet, tief in ihre Herzen zu denken. Mit Empathie und Verstand baust du Brücken, schaffst ein Band. Aber bevor du Farbe bekennst, in die Welt der Schwarz-Weiß-Sichten eintauchst, wo die Absolutheit die Meinungen lenkt und die Vielfalt der Perspektiven raubt. Du verstehst die Polaritäten, nimmst sie an, zeigst neue Wege, dass jeder folgen kann. Doch zuerst, durch Schwarz und Weiß, musst du gehen, um alle Farben, alle Nuancen zu verstehen. Was muss ich als Marketer die nächsten Jahre können? Es geht um eine Kernfähigkeit. Wenn wir das Konzept Performance erzeugen runterbrechen auf nur eine einzige Sache, dann geht es darum, wie du eine Kategorie designst und die Marke zum König innerhalb dieser Kategorie platzierst. Was bedeutet das? Gehen wir einen Schritt tiefer. Als allererstes brauchen wir das Fundament. Wir müssen Relevanz erzeugen. Denn ohne Relevanz wirst du immer Schwierigkeiten haben, Leads zu generieren, Verkäufe zu tätigen und eine Marke zum Wachsen zu bringen. Dein Angebot ist das, was du verkaufst. Aber um ein überzeugendes Angebot zu erstellen, das deine Leads wollen, musst du zuerst die Frage beantworten, welche ist die größte, wirkungsvollste Veränderung, die du für jemanden bewirken kannst. Als Marketer pflanzt du neue Ideen ein. Und wie wir das machen, darauf gehen wir gleich ein. Aber zuerst frage dich bitte, wie du diese Veränderung liefern kannst. Deine Positionierung ist das, was dich dann von der Konkurrenz abhebst, weil es ist dein Design. Hinter mir siehst du mein Apartment. Dieses Apartment hat eine Beschränkung. Es ist ein Teil von etwas Größeren, von einem Wolkenkratzer. Und dadurch ist es begrenzt in der Größe.
Aber wie es aussieht im Detail, das kann ich designen. Ich habe eine Vorstellung davon, wie der Raum hinter mir aussehen soll. Wie soll der Raum aussehen, in dem ich mich gerade aufhalte? Und so ist das als Marketer auch. Du musst dir vorstellen, dass deine Zielgruppe wie ein Apartment ist. Und dort hältst du dich auf. Aber am Anfang ist es rough. Es ist roh. Es sind nur Betonwände zu sehen, noch nichts wirklich da drin. Und dann musst du die Vision haben. Wie sieht diese Marke aus? Genauso wie in diesem Apartment. Du musst sehen, an der Stelle kommt Marmor hin, an der anderen Stelle baue ich Licht rein. Hier stelle ich die Skulptur auf und diese Farbe soll der Flur haben. Du designst diesen Raum nach deinen Spielregeln. Du machst es einzigartig. Nach deinen Vorstellungen. Im Wesentlichen ist deine Positionierung die Zusammenfassung deines unfairen Vorteils, deines Alleinstellungsmerkmals und den Prozessen, die Infrastruktur, die du benutzt, um dein Ergebnis, dein Versprechen innerhalb von deiner Zielgruppe zu kommunizieren. Und du brauchst eine Botschaft, die dein Angebot an deine Zielgruppe so kommunizierst, dass es wie eine Reise ist. Es ist eine Reise, auf die du deine Interessenten mitnimmst, um ihnen zu zeigen, was dein Angebot für sie tut und wie sie davon profitieren, wenn sie es denn annehmen. Du stimmst deine Botschaft auf die Denkweise deines Leads ab, egal ob sie sich im Entdeckungsmodus befinden oder kaufen wollen. Verkaufe den Traum, verkaufe die Vision. Sprich emotional an und male ein Bild im Kopf deiner Zielgruppe, das deren Richtung folgt. Ziehe Menschen an, die mit der Geschichte resonieren. Lass ein Glauben entstehen und gewinne sie dann als Kunden. Und das Spannende ist, wenn du das einmal kannst, kannst du es immer wieder tun. Und wie wir das machen, das erfährst du in wenigen Minuten. Wie überzeuge ich Kunden von meiner Marke? Eine Marke ist ein mentales, nicht tangibles Grundstück. Es ist das größte und einfachste Versprechen, woran Menschen denken, wenn sie deinen Namen hören. Bei einer guten Marke weiß man, was man bekommt. Kunden kaufen gerne wieder, wenn sie wissen, was sie bekommen. Eine große Marke hat viele großartige Ideen vereint. Und letztendlich ist das Logo und der Name nur ein Abstrakt für all die ganzen Dinge, für die diese Marke steht, für all die Dinge, die sie kommuniziert hat. Es ist einfach das, was übrig bleibt, runtergebrochen auf dem Logo und das Bild. Im Gegensatz dazu, wenn du eine neue Marke hast, muss sie, um sich zu beweisen, diesen Kampf um Aufmerksamkeit zu überleben, darf sie nur für erstmal eine große Idee stehen. Vergiss nicht, wir sind im Kampf um Aufmerksamkeit. Heutzutage brauchen wir 1-2 Sekunden, um zu verstehen, ob eine Sache, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Service, ein Content Creator für uns relevant ist oder nicht. Du hast 2 Sekunden Zeit, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Auf TikTok sogar noch wesentlich kürzer. Darum ist der erste Frame, der Hook, heutzutage so allgegenwärtig. Heutzutage ist eine essentielle Fähigkeit, Hooks zu designen und exekutieren zu können als Marketer. Du musst kreativ sein, um wahrgenommen zu werden. Aber das alleine reicht nicht aus. Um langfristiges Wachstum zu erzeugen, musst du auch langfristig sichtbar sein. Du brauchst Omnipräsenz. Als Marketer im abstrakten Sinne erschaffst du neue Gedanken in einer bestimmten Reihenfolge, sodass deine Zielgruppe in einer neuen möglichen Zukunft ankommt. Das ist eine ganz wunderbare Sache, denn du kannst Veränderungen erzeugen. Du kannst Einfluss haben, du kannst die Zukunft gestalten, den Weg beeinflussen, den wir als Menschheit gehen im besten Fall. Und deshalb besprechen wir gleich den 14-Schritte-Prozess, wie es in einem multidimensionalen Konzept funktioniert. Aber zuvor ist noch eine andere Frage zu klären, denn was muss ich noch können, um großartig zu sein? Fangen wir an mit den technischen Skills. Um großartig zu sein, alles beginnt mit Copywriting. Ohne die Fähigkeit des Copywriting solltest du dich nicht mal Marketer nennen dürfen, denn alles fängt damit an. Copywriting hat den höchsten Return. Copywriting entscheidet darüber, ob eine Marke funktioniert, ob ein Versprechen funktioniert oder nicht. Copywriting ist die Fähigkeit, Emotionen und Gefühle aus dem Wesen, dem wir sind, herauszunehmen und in Schriftform, in Videoform zu bringen, sodass eine Zielgruppe damit resoniert und wieder das Gleiche fühlt.
Es ist wie ein Schlüssel, der die verschlossenen Tore im Kopf deiner Zielgruppe öffnet. Großartiges Copywriting ist, wenn deine Zielgruppe sich verstanden fühlt, wenn sie fühlt, ja, hier geht es um mich, mein Problem und meine Bedürfnisse. Gutes Copywriting sagt, du sollst kaufen. Großartiges Copywriting lässt deine Zielgruppe selber bei dem Gedanken ankommen, dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Angebot ist das Beste für mich. Was noch? Du solltest wissen, wie man Technologie benutzt, um deine Idee in den Köpfen deiner Zielgruppe distributieren zu können. Meta-Ads, Google-Ads, LinkedIn-Ads, TikTok-Ads und multidimensional, nicht eindimensional. Wie dieses Kunstwerk im Hintergrund. Wenn du von außen schaust, gibt es eine Perspektive. Wenn du näher rangehst, tauchst du ein in die Unendlichkeit, in eine neue Dimension. Nicht nur eine Perspektive, mehrere Perspektiven. Du brauchst immer mehrere Perspektiven, mehrere Touchpoints und dementsprechend mehrere Dimensionen. Nicht nur auf Meta oder Google, sondern auch im Verhältnis. Zum Beispiel, wenn du Meta-Ads schaltest, wenn du Videos auf Meta schaltest, steigern sich deine Suchanfragen automatisch um 30-40% organisch. Das sollte man wissen, denn auf der anderen Seite sollte man auch wissen, genau dann sollte man auch auf Google sichtbar sein. Man sollte Anzeigen schalten auf den eigenen Namen, weil du dadurch 30-20% mehr Klicks bekommst. Du sagst, ja, warum soll ich denn auf meinen eigenen Namen Werbung schalten? Es ist ganz einfach, weil du die Performance erhöhst, gegenüber wenn du es nicht tust. Das sind die kleinen Dinge, die in der Summe die exponentiellen Ergebnisse erzeugen. LinkedIn-Ads, TikTok-Ads. Wie verhält sich das? Auf der einen Seite musst du eine Welt sehen, ein Konzept sehen, etwas, was vorher noch nicht da gewesen ist. Auf der anderen Seite startest du Experimente, um rauszufinden, was funktioniert, was sind die 1%, die die 50% der Ergebnisse bringen, um auf der anderen Seite all das zu eliminieren, was nicht funktioniert. Du musst es wegnehmen, zu optimieren. Und dann musst du verstehen, wie alles im Zusammenhang funktioniert. Was bringt wirklich Ergebnisse und was ist nur Ablenkung? Was ist nice to have und was ist essentiell? Das ist wichtig. Welche technischen Skills brauche ich? Des Weiteren ist es hilfreich, wenn du in der Lage bist, deine Ideen in die digitale Welt zu bringen. Bedeutet, du solltest schon verstehen, wie Funnels gebaut werden, wie Webseiten gebaut werden, wie die ideale Struktur ist von A bis Z auf einer Landingpage, sodass das Angebot, die Dienstleistung verkauft wird. Auf der anderen Seite solltest du verstehen, wie Design funktioniert. Du musst kein Grafikdesigner werden, aber du solltest verstehen, wie gutes Design funktioniert. Und gutes Design ist immer ergänzend, es verstärkt die Struktur der Website. Es ist niemals das Design, was verkauft. Und das ist ein häufiger Fehler. Menschen verwechseln Korrelation mit Kausalität. Nur weil das Design phänomenal aussieht, bedeutet es nicht, dass das Design verantwortlich ist für den Verkauf. Nein, im Gegensatz dazu, das Copywriting ist verantwortlich, die Struktur der Seite ist verantwortlich für den Verkauf. Das Design ist ergänzend. Es sollte im Idealfall die Copy verstärken. Und last but not least, E-Mail-Marketing. E-Mail-Marketing ist nicht tot, E-Mail-Marketing lebt. Und E-Mail-Marketing ist ein Akquisitionskanal, ein Kanal, mit dem du sehr einfach und effizient Touchpoints zu deiner Zielgruppe, zu deinen Interessenten, zu deinen potenziellen Kunden und deinen Bestandskunden aufbaust, erweiterst und nicht nur das perfekte Bild in den Köpfen deiner Zielgruppe malst und dafür sorgst, dass du sie erreichst auf diesem Kanal. Nein, es sorgt auch dafür, dass deine Verkäufe natürlich gesteigert werden. E-Mail-Marketing lebt. Man muss nur wissen, wie man es richtig macht. Du solltest in der Lage sein, E-Mail-Sequenzen zu bauen, die konvertieren, die aber Mehrwert bringen. Von automatisch versendeten Autoresponder-Sequenzen bis hin zu Newslettern. E-Mail-Marketing ist effektiv und essentiell für jedes Unternehmen. Darum solltest du auch das als Marketer, als großartiger Marketer, für die nächsten Jahre weiterhin beherrschen und nicht ignorieren. E-Mail-Marketing ist powerful. Auf der anderen Seite, du musst nicht unbedingt Full-Stack gehen. Du kannst auch sagen, ich fokussiere mich nur auf Copywriting, ich fokussiere mich nur auf Ads. Und das ist völlig in Ordnung. Du musst kein Generalist sein. Du musst die Person sein, die Bedeutung in ihren Fähigkeiten findet. Aber, und das ist essentiell, du kannst ein Hard-Skill können, du kannst sie alle können, aber du brauchst die richtigen strategischen Soft Skills. Die sind wesentlich wichtiger, weil für Copy gibt es AI, Blaupausen, Vorlagen, genau das gleiche für Ads, es gibt Methoden. All die Methoden bringen dir nichts, wenn du hier oben in deinem Kopf nicht den Soft Skill oder die Soft Skills besitzt,
dir selber die richtigen Fragen zu stellen, die dir eine neue Perspektive geben, die Perspektive für Wachstum und die dir Ideen bringen, die du in diese Welt entwickelst und kommunizierst. Auf der einen Seite musst du den Skill für die Zielgruppenanalyse für dein Kommunikationskonzept besitzen. Du musst wissen, wie analysierst du deine Zielgruppe, wie identifizierst du das, wie machst du Recherche. Auf der anderen Seite musst du die Psychologie hinter der Kaufbereitschaft verstehen. Welche psychologischen Trigger sind es und wie sieht die Anwendung aus? Wie wirst du als Unternehmen nach und nach zu einer Marke, die jeder kennt? Das, was ich in den letzten Stunden hier erzählt habe, genau das ist ein Softskill. Wie wähle ich als Marketer eine gute Positionierung? Welche Kriterien sind maßgeblich und welche nicht? Das sind die wirklichen Skills, weil High Performance entsteht nicht dadurch, dass man den Status quo beibehält, sondern indem man neue Wege findet, bestehende Vorteile für die Zielgruppe in einer neuen Art und Weise zu kommunizieren, sodass Wertvorteile klar für den Kunden ersichtlich werden. Meine Hauptholding heißt Creator Group. Warum Creator? Weil ich daran glaube, dass wir alle Creator sind. Wir alle können mit unseren zwei Händen alles erschaffen. So wie ich. Ich hatte damals vor 12 Jahren nur meine rechte und meine linke Hand und meinen Kopf, meine Kreativität. Aus diesen Sachen sind all die Dinge entstanden, die du heute vielleicht von mir kennst. Aber Ideen brauchen Kreativität. Eins meiner Lieblingszitate ist: Creativity is intelligence having fun. Wie werde ich kreativer? Das gemeinsame Merkmal von Menschen, die sehr kreativ ist, dass sie zuerst eine Vision für eine Richtung haben und dann sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, zu lesen, Videos anzuschauen und Informationen zu sammeln. Auf der einen Seite, wie gesagt, ich nenne es Recherche, aber es ist noch viel mehr. Es ist quasi, dass du deinen Kopf mit Datenpunkten füllst, um sie anschließend zu verbinden, neue Perspektiven zu sammeln, um es dann zu synthetisieren, bis sie auf eine neue Idee kommen. Kreativität ist eben nicht, dass man direkt etwas Originelles findet und das dann zusammenpasst auf einen Schlag, nein, sondern Kreativität bedeutet, dass man viele Dinge ausprobiert, Ideen aufschreibt, sie auf in ein Big Picture setzt und dann ordnet und entfernt, was nicht passt oder funktioniert. Kreativität bedeutet aber auch, dass du außerhalb deiner Branche, deiner Zielgruppe woanders guckst. Du musst offen sein. Wir hatten darüber schon am Anfang gesprochen. Du musst open-minded sein, um kreativ zu sein. Weil wenn du nicht open-minded bist, wenn du nicht offen bist für neue Perspektiven, wirst du immer nur in der gleichen einzigen Perspektive sein. Und das bedeutet, dass du keine neuen originellen Ideen bekommst. Aber das ist genau das, was ich brauche als Marketer. Die Big Idea. Ich nenne es die Big Idea. Die größtmöglichste Idee für deine Marke. Denn wenn du eine neue Marke bist, dann musst du für eine Idee stehen, für eine Perspektive am Anfang. Und wenn du eine Marke bist, die lange schon am Markt ist, eine Evolution betrieben hat, wie zum Beispiel Nike. Nike ist die Summe aus vielen verschiedenen Big Ideas über die Jahre. Und jede Big Idea, es ist wie eine Leiter, hat die Marke auf eine neue Stufe gebracht. Aber am Anfang fängt alles an mit einer Big Idea. Sie macht alles andere möglich. Eine Big Idea ist wie ein schwarzes Loch, ein Center der Gravitation. Sie zieht Aufmerksamkeit ja fast magisch an. Und deine Aufgabe, wie du dich abhebst, ist es genauso, eine Big Idea zu kreieren, die maximale mentale Verfügbarkeit in den Köpfen deiner Zielgruppe einnimmt. Das ist deine Big Idea. Sie ist einfach, sie ist stark, sie ist präsent. Eine Big Idea muss nicht unbedingt ein Slogan sein. Und hier sind wir wieder mit Marketing und Produkt, es geht Hand in Hand. Eine Big Idea bei Mercedes ist zum Beispiel die S-Klasse, das Flagship-Produkt. Das ist eine Big Idea. Ohne ein gutes Produkt, ohne dass dein Produkt ein Teil deiner Big Idea ist, kannst du jeden Slogan haben, aber dein Slogan ist nicht deine Big Idea. Dein Slogan ist das, was übrig bleibt von deiner Big Idea und es zusammenfasst. Das Beste oder nichts? Just do it. Die Slogans darf man nicht mit einer Big Idea verwechseln. Nein, als Marketer im abstrakten Sinn erschaffst du neue Gedanken in einer bestimmten Reihenfolge, sodass die Menschen innerhalb von deiner Zielgruppe an eine neue mögliche Zukunft ankommen. Und das ist eine wunderbare Sache und deswegen besprechen wir jetzt der 14-Schritte-Prozess. Also wie erschaffe ich als Marketer eine Big Idea? Ich hatte es eben vor ein paar Minuten schon gesagt, als Marketer im abstrakten Sinn erschaffst du neue Gedanken in einer bestimmten Reihenfolge. Und ich hatte einen 14-schrittigen Prozess angeschnitten
Und den gehen wir jetzt Step by Step durch. Dafür muss man erstmal wissen, wie unser Kopf hier oben funktioniert. Jeder Gedanke, den du hast, erzeugt eine Chemikalie. Und es gibt Gedanken, die dich gut fühlen lassen und es gibt Gedanken, die dich schlecht fühlen lassen. Und wenn 90% der Gedanken, die wir an diesem Tag haben, die gleichen sind wie die am Tag zuvor, führt das immer zu den gleichen Entscheidungen. Die gleichen Entscheidungen führen zu den gleichen Verhaltensweisen. Und die gleichen Verhaltensweisen erzeugen die gleichen Erfahrungen. Als Marketer ist es unsere Hauptaufgabe, neue Gedanken reinzubringen, die zu neuen Entscheidungen führen und die die Verhaltensweisen verändern. Denn wenn wir das nicht tun, dann produzieren die gleichen Erfahrungen genau die gleichen Emotionen. Und diese gleichen Emotionen beeinflussen die gleichen Gedanken der Person. Und all das, was in deinem Körper passiert. Hormone, Gene, die Chemie im Kopf, sie bleiben gleich. Aber wenn du neue Gedanken hast, dann kannst du neue Entscheidungen treffen, neue Verhaltensweisen zeigen, neue Erfahrungen machen und neue Ziele und neue Gedanken erreichen. Und genau das ist Evolution. Also ein guter, großartiger Marketer kann Evolution in der Zielgruppe herbeischaffen. Außerhalb vom Marketing erfordert es Krisen, Drama, Krankheit, Verrat, Verlust oder etwas sehr Schmerzvolles, wo nichts dieses Gefühl wegnehmen kann und eine Person dazu bringt, zu handeln. Nur dann, in den schmerzhaftesten Momenten, beginnen Menschen sich zu verändern. Du kannst aber den Zustand jederzeit verändern. Es braucht nichts von dem, was ich gerade genannt habe. Denn du kannst deine Zielgruppe die Emotion ihrer gewollten, ihrer verlangten Zukunft fühlen lassen, bevor sie sie überhaupt haben. Aber um dort anzukommen, musst du anders denken und anders handeln. Du musst diese Sehnsucht, auf Englisch das Desire, du musst es erzeugen können. Der schwierigste Teil der Veränderung ist nämlich nicht, die gleiche Entscheidung zu treffen, die du am Tag zuvor getroffen hast. Denn wenn du weißt, wenn du diese Sehnsucht erweckst, ist Veränderung einfach. Die Kunst ist es, die Sehnsucht zu erwecken und die Handlung folgt automatisch. Aber was passiert, wenn Menschen aufhören, sich zu verändern? Sie glauben an eine Sache nicht mehr. Das heißt, deine Aufgabe als Marketer ist es, dich darauf zu konzentrieren, ihren Zustand in dieser Situation zu ändern, den Glauben zu erschaffen, dass die Sehnsucht und das, was dahinter ist, real werden kann. Und auf der anderen Seite, ich habe gerade eben schon gesagt, es ist nicht eindimensional, sondern multidimensional. Schaffe Erfahrungen rund um deine Ideen für eine dauerhafte Veränderung. Brand Experiences, Events, Austausch, nicht nur die Idee auf Papier in Videoform zu haben, das ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite willst du diese Erfahrung oder willst du diese Emotion festigen durch die richtige Erfahrung. Und idealerweise ist deine Big Idea multidimensional. Multidimensional auf den Plattformen, aber multidimensional auch in den verschiedenen Welten. In unserer echten Welt durch ein Event und in der digitalen Welt durch einen Auftritt. Es muss Hand in Hand gehen. Wenn du dann also eine Big Idea gefunden hast, geht es, diese mit dem Fundament zusammenzufügen. Der allererste Punkt ist Intimität. Intimität ist die fehlende menschliche Komponente in einem Marketing. Wir Menschen wollen immer mit anderen Menschen Geschäfte machen, nicht mit automatisierter Technologie. Vergessen viele heutzutage. Wenn du dich auf Intimität konzentrierst, schaffst du feste Verbindungen mit deinem Publikum, die zu höheren Verkäufen führen. Darüber hinaus, wenn du Intimität in dein Programmangebot programmierst, kannst du die höchste Ebene der Transformation für deine Kunden und Klienten erzeugen. Das andere ist die Connection. Das bedeutet, dass wir ehrlich sind, authentisch zu unserer Zielgruppe, zu den Menschen, die unsere Kunden werden sollen. Du erzählst über das, was wirklich in deinem Leben und in deinem Geschäft vor sich geht. Denn du bist echt. Du öffnest dich über Dinge und du wirst verletzlich. Du lässt die Leute sehen, dass du ein Mensch bist. Egal, ob du Nike bist oder eine Personal Brand. Du schaffst Plattformen für Gespräche. Das bedeutet, dass du dich wirklich anstrengst, mit deiner Zielgruppe zu sprechen. Antworte auf ihre E-Mails, antworte auf Kommentare. Fördere die Diskussion in Gruppen oder Ads. In dem Moment, wo du auf sozialen Medien Werbung schaltest, forderst du in unserem sozialen Gefüge die Hierarchieleiter quasi heraus. Weil Menschen wollen sehen, dass du entweder ein Leader bist oder den Leadership-Status nicht verdienst für dein Angebot, für das Versprechen, was du tust. Wenn du also nicht auf Kommentare reagierst, hast du was zu verstecken. Die Art und Weise, wie du auf Kommentare reagierst, ist sehr essentiell. Und das ist ein Teil der KFC-Strategie, wie man Kommentare und Anzeigen so ingeniert, dass sie einen exponentiellen Effekt haben
der dir dabei hilft, dass dein Creative, deine Ads, deine Kampagnen günstiger werden, auf der anderen Seite mehr Engagement bekommen und du auch mehr Kunden aus der Zielgruppe konvertieren kannst. Also kümmere dich genug um deine Zielgruppe und führe tiefe Gespräche mit ihnen. Und der letzte Punkt ist der Community-Part. Wenn du eine Community schaffst, baust du einen sicheren Raum für deine Zielgruppe auf, um sich zu vernetzen, sich gegenseitig zu unterstützen und mit dem Inhalt von dir zu interagieren. Du baust Fans an, loyale Follower. Wir Menschen haben schon immer Gemeinschaften gebraucht. Also baue eine Community auf, für die du verantwortlich bist. Fühl dich wirklich verantwortlich für die als Marke. Das wird einer deiner größten Assets. Und im Gegenzug unterstützt sich deine Community auf deinem Pfad. Verkaufe den Traum, verkaufe die Vision, sprich sie emotional an und male ein Bild im Kopf deiner Zielgruppe, das genau die gleiche Richtung folgt. Ziehe Menschen an, die mit deiner Geschichte resonieren. Mach sie zu Gläubigen und gewinne sie dann letztendlich. Hast du Intimität, Connection und eine Community um deine Big Idea Design? Du musst es immer darum designen. Dann geht es darum, Omnipräsenz zu erzeugen. Mit dieser Idee für maximale mentale Verfügbarkeit. Wie überwinde ich mein Plateau? Ein großartiger Marketer kann also Ideen erzeugen. Er kann diese Ideen distributieren. Aber trotzdem stehst du vielleicht auf einem Plateau. Wieso? Du kannst Facebook-Ads schalten, du kannst Meta-Ads schalten, du kannst Copywriting, du kannst omnipräsent sein. Und trotzdem sind viele auf einem Plateau. Wie skaliere ich von 5 auf 6, von 6 auf 7, von 7 auf 8, von 8 auf 9-stellig, von 9 auf 10-stellig? Auf der einen Seite muss man sich immer eine Sache bewusst sein. Es gibt immer Limits. Je größer dein Markt ist, desto größer das Limit. Je kleiner dein Markt, desto schwieriger ist es. Und deine Fähigkeit, Veränderungen zu erzeugen, darfst du nicht unbedingt davon abhängig machen, ob du jetzt von 6 auf 7-stellig skalierst oder von 9 auf 10-stellig. Derjenige, der von 6 auf 7-stellig skaliert, eine Marke, oder von 7 auf 8-stellig, kann viel mehr Talent, viel mehr Fähigkeiten, viel effektiver und viel größere High-Performance eventuell erzeugen, als der, der von 9 auf 10-stellig oder von 8 auf 9-stellig erzeugt hat. Bloß die Möglichkeit ist einfach größer, weil der Leverage größer ist. Mit dem gleichen Einsatz bekommt er einfach mehr heraus. Also lass nicht das zu sehr an deiner Kompetenz, an deinem Selbstbewusstsein nagen. Aber hast du all diese Fähigkeiten gesammelt, musst du sie jetzt in der richtigen Ordnung zusammenführen. Lass mich dir deshalb kurz das Konzept noch des Skalierens erklären. Was ist Skalieren? Performance erzeugen. Skalieren ist, sich eine Excel-Tabelle anzuschauen, verschiedene Datenpunkte zu haben und zu überlegen, okay, was kann ich wegnehmen und was kann ich wieder ergänzen? Was ist der Hebel? Wo kann ich mehr investieren, dass ich mehr rausbekomme mit dem gleichen Aufwand? Punkt Nummer 1. Du kannst als Marketer nur skalieren, indem du den Output erhöhst bei dem gleichen Einsatz. Das bedeutet, dass du zuerst die richtige Infrastruktur haben musst. Und hier sind wir wieder beim Playbook. Dein Playbook ist deine Infrastruktur. Egal was in dieser Welt, aber ein Land oder ein Unternehmen kann ohne die richtige Infrastruktur nicht wachsen. Wachstum kann nicht erzeugt werden, ohne dass eine Infrastruktur vorhanden ist. Für ein Land sieht das aus, dass die Infrastruktur sind Straßen, eine globale Handelsinfrastruktur, Zugang zu anderen Ländern, zu Häfen, zu Flughäfen. Ein Land kann sein Bruttoinlandsprodukt nicht steigern, indem es keine Straßen hat oder keine Häfen oder keine Flughäfen. Generell, je mehr Verbindungen zwischen Menschen, in dem Fall Städten, Häfen, Flughäfen sind, desto mehr Bewegung ist dort, desto mehr Geschwindigkeit kommt rein, desto schneller ist die Transaktionsgeschwindigkeit, desto mehr Handel ist möglich. Dadurch, dass mehr Handel möglich ist, kann ein Land besser wachsen. Für ein Unternehmen zum Beispiel wie Tesla sind es Fabriken, Roboter und Menschen. Für ein Online-Geschäft kann es eine Software sein. Software zum Beispiel wie Copecard oder Learning Suite. Oder Facebook-Anzeigen. Aber wichtig ist, dass alles in wiederholbaren Prozessen sein. Du willst die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen. Aber jede Technologie benötigt zusätzliche Infrastruktur zur Implementierung. Wir reden hier von einer Marketing-Infrastruktur. Es ist also wichtig, die fehlende Infrastruktur von unten her zu rekonstruieren, damit du maximales Wachstum erzeugen kannst. Zum Beispiel kannst du nicht ohne Menschen skalieren in deinem Unternehmen. Wenn du eine Agentur bist oder ein Unternehmen hast, du kannst nicht ohne Menschen skalieren. Aber du musst auch die richtige Infrastruktur haben auf der anderen Seite, um zum Beispiel 1, 2, 3, 5, 10 neue Leute pro Woche einzustellen, sie an Bord zu holen und zu managen. Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, auf 500 Leute in einem Jahr zu kommen, du brauchst diese Infrastruktur. Du kannst nicht von heute auf morgen auf 10.000 Menschen wachsen. Selbst wenn du all das Geld hättest, du hast nicht die nötige Infrastruktur dafür. Und ich erkläre das so abstrakt und an diesem Beispiel, weil die meisten Menschen verstehen nicht, dass ihnen einfach intern
die Infrastruktur fehlt, um Performance zu erzeugen, die richtigen Umstände zu erzeugen, dass Performance entsteht. Das ist so ein bisschen, als würdest du sagst, du willst ins Fitness gehen, du willst Muskeln aufbauen. Das bedeutet, du musst dir die richtige Infrastruktur zu Hause schaffen. Dein Kühlschrank sollte Nahrung beinhalten, die gesund ist für dich. Und am besten, dass es so einfach wie möglich ist. Es ist einfacher, Gewicht zu verlieren, indem du was? Schokolade entfernst und gar nicht erst einkaufst. Weil du brauchst dafür gar keine Willenskraft zu Hause, um diese Schokolade nicht zu essen. Aber hast du Schokolade um dich herum, hast du die falschen Sachen in deinem Kühlschrank, dann wird es dir natürlich sehr schwer fallen. Weil du hast nur eine begrenzte Willenskraft jeden Tag. Und wenn die leer ist, dann wird es immer schwieriger und schwieriger. Also musst du die richtigen Umstände schaffen, die richtige Infrastruktur. Entweder fürs Fitness oder für dein Geschäft, für deine Agentur, für deine Marke, um Performance zu erzeugen. Die fehlende Infrastruktur ist das Problem. Und das muss identifiziert werden. Was ist deine Autobahn? Etwas, was jeden Tag funktionieren muss. Etwas, was essentiell ist. Der andere Punkt ist Technologie. Technologie spielt immer eine riesige Rolle beim Skalieren, beim Wachstum. Denn sie ermöglicht es dir, bestimmte Infrastrukturschritte zu überspringen, zum Beispiel die vor einiger Zeit noch nötig waren, jetzt aber völlig unnötig sind. Bestes Beispiel, AI. Technologie hilft uns, voranzukommen, effektiver zu arbeiten und Infrastruktur effizienter zu machen. Sie ersetzt ineffiziente Systeme durch schnellere, günstigere und viel effizientere Systeme, die viel schneller viel mehr Ergebnisse liefern. Wir sind wieder beim Hebel. Wir wollen 1 Euro einsetzen, 5 oder 10 Euro herausbekommen. Und das befreit wertvolle Ressourcen, die jetzt auf Wachstum statt auf die Aufrechterhaltung deiner Marke, deines Betriebs investiert werden können. Beispiel CopeCard. CopeCard ist ein digitales Backoffice für dein Online-Geschäft. Es spart dir Zeit, macht diese Dinge besser als du und erhöht alleine dadurch deinen Umsatz um 10-50%. Gleichzeitig sind du oder deine Mitarbeiter jetzt aber nicht mehr mit der Aufrechterhaltung des Geschäfts beschäftigt, sondern können sich auf Aktivitäten konzentrieren, die mehr Einkommen bringen. Oder eine andere Sache bei CopeCard sind die KPIs. Wenn ein Unternehmen 2 Wochen braucht, um eine bestimmte Art der Information zu bekommen, wenn das andere 1 Minute dafür braucht, wer hat den größeren Wettbewerbsvorteil? Warum vergessen das so viele Menschen? Warum ignorieren sie das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich sage dir, die Informationsbeschaffung der richtigen Information ist im wahrsten Sinne des Wortes kriegsentscheidend. Nicht umsonst gibt es Nachrichtendienste. Nicht umsonst ist die Intelligence-Beschaffung im Krieg der größte Faktor zwischen Gewinner und Verlierer. Und genau das Gleiche ist es im Unternehmen auch. Derjenige, der weiß, was sein Customer Lifetime Value ist, vor dem Wettbewerb und das viel schneller, hat Monate, Wochen Vorsprung an Zeit. Und ihr fragt euch tatsächlich, was ist das eine Geheimnis? Es gibt keine Geheimnisse. Vergiss das. Das ist das Geheimnis. Sich bewusst zu machen, nicht den easy way zu nehmen, nicht den einfachen Weg zu nehmen, sondern zu wissen, wo kommt die Klarheit her? Und dafür muss ich mir die Daten anschauen. Ich kann das nicht ignorieren. Es gibt kein anderes Geheimnis. Ist Bullshit. Es gibt kein Geheimnis. Es gibt nicht das eine Geheimnis. Wenn du Wachstum erzeugen möchtest und du vergleichst dich mit jemand anders und du sagst, oh, das ist die Kampagne oder die Kampagne, du ignorierst die ganze Infrastruktur dahinter, die gebaut worden ist, um schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Und wenn es ein Geheimnis gibt, dann ist es genau das. Und dein Fehler ist es, das zu ignorieren und nach Geheimnissen zu suchen. Loser-Mindset. Ein absoluter Loser-Mindset. Und du verdienst es nicht, Performance zu erzeugen. Das Universum gibt dir keine Performance, weil du nach dem nächsten Shiny Object suchst, nicht nach dem, was wirklich den Unterschied macht. Der größte Unterschied zwischen Unternehmen, Organisationen, Ländern, Menschen, die Wachstum erzeugen können, die Performance erzeugen können, ist die Denkweise. Du kannst alles selbst machen und Geld für Technologie und Systeme sparen, die es automatisieren, oder du rechnest die Kosten verpasster Opportunitäten, der Gelegenheit dagegen und stellst fest, dass Geschwindigkeit viel wertvoller ist. Ich habe CopeCard nicht umsonst das Dashboard so designt vor vielen, vielen Jahren mit einem Designer, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Nicht umsonst, sondern es war ein Purpose, dass alles klar ist, dass man schnell visuell aufbereitet. Ich bin ein visueller Mensch und ich persönlich, ich brauche Daten, Dinge immer visuell aufbereitet. Sie müssen gut aussehen, damit ich sie schneller verstehen kann, damit ich schneller eine bessere Entscheidung treffen kann, denn das ist High Performance. High Performance entsteht durch schnelle Entscheidungen. Aber dafür musst du die Umstände und die Infrastruktur aufbauen, damit du schnelle Entscheidungen treffen kannst. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Unsere Welt funktioniert zeitverzögert.
eines ist immer konstant: Veränderung. Du musst in der Lage sein, dich an die Zukunft anzupassen, früh und fokussiert zu investieren und richtig umzusetzen in deiner Organisation, um skalieren und wachsen zu können. Skalieren kann unterschiedlich aussehen. Es könnte sein, dass du 1 Euro investierst und sofort 10 Euro für jeden investierten Euro zurückbekommst. Es könnte aber auch sein, dass du 1 Euro investierst und direkt 0 zurückbekommst. Aber ein Jahr später 20 Euro für jeden heute investierten Euro. Das heißt, das ist eine strategische Entscheidung. Und dafür musst du wissen, wie dein Geschäft funktioniert. Unsere Welt funktioniert zeitverzögert. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Das heißt, als großartiger Marketer musst du diese Fähigkeit besitzen, die Zeitverzögerung zu erkennen. Wiederum, wir sind wieder bei den KPIs. Du musst das, was in der Welt passiert, widerspiegeln in Daten und diese Daten analysieren, um eine Entscheidung zu treffen, was das Beste für das Geschäft ist. Wo bekomme ich das vollständige Know-how her? Ich bin jetzt 30 Jahre alt, aber auch ich entwickle mich weiter. Und die letzten 12 Jahre habe ich mich dazu verpflichtet, Marketing an einer Tiefe zu verstehen, wie, ich glaube, kaum jemand. Weil ich bin interessiert an der Wahrheit. Ich möchte das Konzept verstehen, möchte verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich auch gesehen, jedes Mal, wenn ich dachte, ich habe ein Konzept verstanden, habe ich etwas Neues entdeckt. Und das ist das Leben. Für mich ist das Leben ein Abenteuer, sich weiter zu entwickeln. Die Challenge zu finden, die dich herausfordert, dir über die Schulter zu schmeißen und weiterzugehen. Nach vorne zu marschieren und daran zu wachsen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Aber was ich auch glaube, und das glaube ich ganz fest, wir alle sind nicht alleine. Man kann nur großartige Dinge im Kollektiv erschaffen, wenn man gemeinsam an einer Sache arbeitet. Und es wäre wirklich sehr egoistisch zu sagen, all die Sachen, die ich gesehen habe, die ich entdeckt habe, nicht mit der Welt zu teilen. Deswegen mache ich dieses Video. Deswegen eröffne ich dieses Playbook auch. Natürlich auch zum Eigennutz. Keine Frage, wenn ich damit Geld verdienen kann, warum nicht? Auf der anderen Seite entwickle ich mich weiter. Ich bin nicht mehr nur Marketer und ich werde nicht für den Rest meines Lebens dieses Label mit mir rumtragen. Es wird immer ein Teil von mir sein, aber auf der anderen Seite gibt es noch so viel zu entdecken, so viel, woran ich gerade arbeite. Und auf der anderen Seite, wie ich eingangs gesagt habe, muss ich auch Dinge eliminieren. Bedeutet, an einigen Stellen muss ich mich herausziehen. Ich muss anderen den Raum geben, sich dort zu entfalten mit dem Know-how, was ich herausgefunden habe. Und dafür brauche ich gute Marketer. Für meinen Pfad zukünftiger Welt brauche ich mehr Menschen, die das verstehen, was ich bereits verstanden habe, die gewillt sind, die auch Interesse daran haben. Und dafür muss ich ihnen diese Fähigkeiten geben. Darum gebe ich diese Fähigkeiten heraus. Der Preispunkt ist aber so gewählt, dass er nicht für jeden ist. Nicht um das Maximale an Geld zu verdienen, sondern um sicherzustellen, dass das, was dort vorkommt, auch wirklich eingesetzt wird. Das hat Wert. Und verglichen dazu, was für ein Wert damit erzeugbar ist, ist das minimal. Das Playbook ist ein roter Faden aus all den Sachen, die ich gerade erzählt habe, plus noch viel mehr, was ich hier überhaupt nicht anschneiden konnte, weil es zu tief ist, zu sehr im Detail ist. Und es gibt konkrete Anleitungen, Vorlagen. Wie zum Beispiel, wie wählst du eine gute Positionierung? Welche Kriterien sind maßgeblich? Du findest dort nur echtes, spezifisches Know-how mit Beispielen, Anleitungen, SOPs, Standard Operating Procedures aus der Praxis für richtig krasse Performance. Von Landingpage-Templates, Copy-Beispielen, unseren Copy-Beispielen, was wir für Copies geschrieben haben. Wir haben mehr als 5000 Newsletter-E-Mails geschrieben, die konvertiert haben mit Performance dazu. Wir wissen, was funktioniert. Unser Alleinstellungsmerkmal bei Marketing MBA ist es, dass wir Daten haben. Daten, die keiner hat und Know-how, was keiner hat. Und wir fügen beides zusammen und sehen, wie Wissenschaftler Gesetze, die im Marketing funktionieren und Performance erzeugen. Nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kunden und den Kunden von unseren Kunden. Marketing MBA basiert auf Research. Und genau Research, die Templates, die Konzepte dazu, wie du Schritt für Schritt zu erfolgreichen Marke oder Personenmarke wird, wie man Recherche richtig betreibt, all das findest du nur in diesem Playbook. Wissen, was man sonst nicht in Büchern findet, in keinem Buch der Welt. Weil es ist ein Konzept, was aus der realen Welt gezogen, entdeckt worden ist und in ein Notion Board zusammengefügt worden ist. Du lernst, wie du deine Zielgruppe definierst und kennenlernst, wie du dich absetzen kannst in deinem Markt, wie du zu einer Marke wirst, die jeder kennt, wie man massenhaft Leads generiert, aber nicht nur massenhaft Leads, sondern viel wichtiger, die richtigen Leads mit Qualität. Du lernst die Psychologie, um Kaufbereitschaft zu erwecken. Psychologische Trigger. Welche Psychologietricks sind im Marketing nur heiße Luft und was zählt wirklich? Das Spannende ist, das Playbook wird immer eine Aufgabe sein, weiter Dinge zu ergänzen. Je größer man wird, je mehr Erfahrungen man macht,
werden Dinge dort natürlich hinzugefügt. Von der Landingpage, die konvertiert, bis hin zu den richtigen Kommunikationskonzepten, das technische Setup von Werbung und die KFC-Methode im Detail erklärt. Wie man die Big Idea designt, die Touchpoints, die Message darum formt und dann systematisch vor der Zielgruppe distributiert, sodass man so viele Marktanteile gewinnt, dass man zum König der Kategorie wird und jeder weiß, wer du bist und was du tust, für maximale mentale Verfügbarkeit. Hör mir zu, wenn du Performance erzeugen möchtest, dann ist hands-on-spezifisches Wissen dein Vorteil. Du brauchst es, denn wenn du außergewöhnlich sein möchtest, kannst du nicht der Masse folgen. Und wie ich es vorher schon gesagt habe, die Geschwindigkeit, mit der du an Informationen kommst, an realen, spezifischen Know-how, ist entscheidend. Sei es im Krieg, sei es in der Wirtschaft. Das ist, was zählt. Mach nicht den Fehler, den andere machen. Es gibt kein Geheimnis. Aber unsere Welt funktioniert nur, wenn du die Konzepte dahinter verstehst. Und unsere Lebenszeit ist zu kurz, um jedes Konzept zu verstehen. Glücklicherweise gibt es Wissenschaftler in allen Bereichen, die Dinge runterbrechen, einfach erklärbar machen, damit wir die Essenz davon verstehen. Und wenn wir die Essenz davon verstehen, können wir darauf aufbauen, in einer anderen Dimension, in einem anderen Feld, ohne dass wir alles in der Tiefe verstehen müssen. Und genau das ist deine Anleitung, das Playbook. Das Playbook macht den Unterschied, denn jeder, der in deinem Fachbereich tätig ist, lernt dasselbe allgemeine Wissen. Das spezifische Wissen, das du nur durch praktische Erfahrungen gewinnst, das unterscheidet dich. Wenn du darauf zugreifen könntest, wenn du auf so viel erfahrenes Wissen zugreifen könntest, ist Veränderung möglich. Und letztendlich musst du aber auch bereit sein zu scheitern. Der Weg, um sich weiterzuentwickeln, neue Gedanken, neue Erfahrungen, das ist Evolution, wir hatten das bereits. Auf der anderen Seite weiterzumachen, Resilienz zu haben, wenn du den einen oder anderen Hit bekommst, weiterzumachen, aufzustehen, vorwärts zu gehen. Evolution, darum geht es im Leben. Der wichtige Teil ist, dass du das Gute annimmst, die Wissen, die Erfahrung, aber dich nicht von dem Schlechten definieren lässt. Den Fokus auf einen Weg zu haben, den du in Zukunft gehen kannst. Und den Glaube an dich selbst zu haben. Wenn du bis hierhin zugeschaut hast, dann schau in die Videobeschreibung. Dort ist jetzt ein Link für ein einmaliges stattfindendes Event, wo wir genauer über dieses Playbook sprechen werden. Das Event findet ein einziges Mal am 17.03.2024 um 11 Uhr statt. Alle Details und weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung. Das Playbook dahinter, will ich auch ganz offen sein mit dir, wird fünfstellig kosten. Es ist nicht günstig, aber verglichen zu dem Wert, den dieses Playbook bringt, ist es ein Bruchteil. Du bekommst all das kollektive Wissen, was hinter Marketing MBA ist, der letzten 12 Jahre. Zugang dazu. Gibt es einen eindeutigen Weg, ein exzellenter Marketer zu werden? Ich will nicht sagen, den gibt es. Aber mit ein wenig Zeit, Ehrgeiz, Disziplin, Willenskraft und dem Willen, etwas Großartiges zu schaffen, kann dieses Playbook, egal für welches Produkt, Wachstum und Performance erzeugen. Mein Anspruch an mich war, wenn ich morgen ins Koma fallen würde, dass wenn ich eine Anleitung habe, wie soll die aussehen, dass ich all das, was ich vergessen habe, wieder lerne, aber mit einem roten Faden. Ohne all das, was nicht wichtig ist, ohne all die Sachen, die nicht trivial sind für den Erfolg. Weil das kann weg. Und da waren Dutzende Sachen. Zum Beispiel die Value Letter, wenn du dich auskennst im Online-Marketing, die von Russell Branson so gepriesen wurde. Das ist Schwachsinn. Und ich erkläre dir auch genau, wieso. Und warum du sowas nicht brauchst. Und warum die reale Welt nie so funktioniert, wie dort beschrieben. Weil das falsche Gedankenkonzept kann dich auf einen Pfad bringen, an dem du trittst und trittst und trittst und kein Resultat erzielst. Wir Menschen sollten immer nur von anderen Menschen lernen, die da sind, wo wir hinwollen. Die das erreicht haben, die einen Track Record haben. Und ich mache dieses Playbook auch aus Eigennutz. Und nicht nur, um daran zu verdienen. Auch das tue ich. Ja, keine Frage. Selbstverständlich, ich bin Geschäftsmann, ich bin Kaufmann. Auf jeden Fall tue ich das. Auf der anderen Seite, ich weiß auch, was ich anzubieten habe. Und ich weiß den Effekt dahinter, den dieses Playbook bringt. Bei den Kunden, wo wir es getestet haben. Bei unseren eigenen Projekten. Die Track Records sind da. Ich glaube, da muss ich nicht noch mehr erklären. Und ansonsten hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich hoffe es wirklich. Und dass du Dinge mitnehmen konntest, neue Perspektiven, die du vorher noch nicht kanntest. Egal, ob du jetzt dabei bist bei dem Event oder Zugang zum Playbook bekommst oder nicht. Ich hoffe dir wirklich, dass du eine neue Perspektive sehen konntest, dass du neue Gedanken bekommen hast, eine neue Möglichkeit, auf neue Ideen gekommen bist, wie du Dinge umsetzen kannst, wie du Wachstum erzeugen kannst. Oder vielleicht ist auch was anderes, vielleicht vom Mindset her. Vielleicht ist das für dich am wichtigsten und der Marketingkram hat dich jetzt nicht so sehr interessiert. Ich hoffe wirklich, dass du etwas mitnehmen konntest, dich weiterentwickeln kannst und eine bessere Version deiner selbst wirst, egal was kommt. Denn das ist es, worauf es im Leben am Ende drauf ankommt. Sich weiterzuentwickeln und andere auf die Reise mitzunehmen. Gemeinsam im Kollektiv sich weiterzuentwickeln und immer an das Gute im Menschen glauben, immer an das Gute glauben, selber
auch das Gute nach außen tragen. Und in diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, bitte tu mir einen einzigen Gefallen. Ich habe sehr, sehr viel Zeit in dieses Video investiert. Sehr viel Vorbereitung. Ich habe mich nicht vor Kosten gescheut und hier stehen viele Menschen hinter der Kamera. Wenn du heute nur eine einzige Sache mitgenommen hast, wo du denkst so, wow, oder hey, ich habe hier eine neue Perspektive, oder das ist gar nicht schlecht, oder danke für die Idee, danke für die Vorlage, danke, dass du es erklärt hast. Bitte tu mir diesen Gefallen und teile dieses Video mit 1, 2, 3 Leuten, die dieses Video sehen können, die vielleicht davon profitieren können, denen ich mit diesem Video weiterhelfen kann. Hinterlasse einen Daumen nach oben, schreib mir einen Kommentar für den Algorithmus, für mich, gib mir Feedback, lese jedes Feedback und worüber ich vielleicht sonst noch sprechen sollte. Aber meine YouTube-Reise ist bald vorbei, weil wie eingangs gesagt, auf YouTube möchte ich nur die größten Dinge behandeln, die wichtigsten Dinge, wo ich denke, dass ich weiterhelfen kann mit meinem Know-how. Ich möchte nicht die Dinge weiter aufkauen, die schon 100-mal erzählt worden sind. Das hat nicht so wirklich einen Wert, dass jemand das Gleiche erzählt, nur anders angemalt. Nein, gib mir Feedback. Lass mich wissen, was für dich Veränderung ist. Lass mich wissen, was für dich neu war. Eine neue Perspektive. Teil dieses Video. Und wenn es für dich relevant ist, dann nimm am Event teil und wir sehen uns dort. Und hoffentlich auch demnächst im Playbook. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Event. Ciao.